Sie sehen hier das Fußballstadion der Kickers Offenbach, also das, was normalerweise das Fußballstadion der Kickers Offenbach ist. Denn Sie sehen, heute liegt hier eine Eisfläche und kein Rasen und das aus gutem Grund. Denn wir haben heute hier ein Mega-Event im HR-Fernsehen und zwar das Winterderby der EC Bad Nauheim gegen die Frankfurter Löwen. Eishockey hier also aus dem Kickers Offenbach-Stadion. Ich habe es gerade schon gesagt, das Ganze ein Mega-Event mit Eisakrobatik, mit Musikacts wie den Donuts. Und es geht hier auch schon gleich los mit einer spektakulären Eröffnungsnummer. Denn hier läuft gerade gleich ein Eiskunst-Synchronteam. Und wir sehen auch noch den Eishockey- und Eiskunstlauf-Nachwuchs des LSC Bad Nauheim. Also, viel Spaß damit. Schönen Abend. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Winterderby 2019 hier in Offenbach auf dem Biberer Berg. Es ist ein Event-Game. Es ist eine unfassbar großartige Veranstaltung. Wir haben hier 30 Nachwuchs-Eishockeyspieler vom EC Bad Nauheim gesehen, 15 Nachwuchs-Eiskunstläuferinnen vom LSC Bad Nauheim und Akrobaten der Spitzenklasse, wie eben zuletzt mit den Hula-Hoop-Reifen, Violetta Afasieneva und vorher der Mann mit dem Flickflack, Sergej Jakimenko. Das Ganze wurde natürlich gestaltet von den besten Synchronläufern, die wir haben in Deutschland. Vom Team Berlin 1. 20 deutsche Meistertitel waren da eben auf dem Eis.
ein großartiges, wirklich großartiges Opening für ein Event, was Hessen so noch nicht gesehen hat. Das Fußballstadion ist in den letzten 14 Tagen hier umgebaut worden zur großen Eventarena, zur Eishockey-Grundlage für ein spannendes Derby, für ein Eishockeyspiel zwischen dem EC Bad Nauheim, den sogenannten Roten Teufeln und den Löwen Frankfurt. Es ist das Heimspiel für Bad Nauheim, also die Organisation von Bad Nauheim. Der Verein hat das hier aufgebaut in ehrenamtlicher Arbeit. Ja, da sehen wir die Hebefiguren vom Team Berlin 1. Sie waren auch schon Sechste bei der Weltmeisterschaft, werden trainiert von Gerd Hoffmann und sind synchron, wie man Synchroner nicht sein kann. Da ist eine Nachwuchsläuferin vom LSC Bad Nauheim und das Sergej Jakimenko. Schauen Sie sich das an. Er tritt auch noch in der Drittelpause auf als Super-Act. Darauf können wir uns freuen und jetzt geht es erstmal runter ans Eis zu denen, die ganz dicht dran sind. So ist es und ich habe einen Mann hier bei mir, der ist eigentlich der Eiskunstläufer, Eishockeyspieler Deutschlands, Eishockeyspieler des Jahrhunderts in Deutschland. Olympia Bronze hat er 1976 geholt. Die Rede ist natürlich von Erich Kühnacke. Erich, schön, dass Sie da sind, hätte ich normalerweise gesagt, aber du hast schon gesagt, beim Eishockey, da duzt man sich, ne? Ja, das ist viel, viel, viel einfacher und Eishockey ist ja so ein toller Sport, da kommt man so weiter. Ja, Erich, wenn du das hier siehst, dieses Stadion, 15.000, 16.000 Leute hier, Eishockey Open Air, was geht dir da durchs Blut, was geht dir da durch den Kopf? Also da würde ich gerne noch mal 20, 30 Jahre jünger, damit ich mitspielen kann. Das ist was ganz Besonderes und ich glaube, das werden uns die Jungs heute auch zeigen, dass es was Besonderes ist, bei so einem Abend, bei so einem tollen Stadion, an so einem tollen Eis zu spielen. Ich habe gehört, du könntest ja eigentlich direkt aufs Eis rauf, ne? Hast jetzt noch die Turnschuhe hier an, aber die Schlittschuhe, hast du mir gesagt, die liegen immer im Auto und der Schläger auch. Erstens habe ich eine Stiftung, die Erich Kühnacke Stiftung und mit der bin ich immer, also in der Woche zwei, dreimal unterwegs. Deswegen habe ich immer meine Ausrüstung, Schlittschuhe, Schläger immer dabei. Also wenn wirklich sein sollte, ich bin bereit. Also vielleicht sehen wir dich ja gleich noch auf dem Eis. Und wir haben natürlich jede Menge Leute hier im Umkreis, an der Trainerbank, im Publikum, bei den Fans. Und wir geben zuerst mal zu Nicole Rautenberger, die auf der VIP-Tribüne unterwegs ist. Und ich habe hier einen sehr, sehr strahlenden Andreas Ortwald neben mir stehen. Er hört gar nicht mehr auf zu grinsen. Geschäftsführer von Bad Nauheim. Und Sie haben diesen Abend quasi erfunden. Wie, wo und wann ist Ihnen diese Idee gekommen? Ja, das war so erst eine Schnapsidee bei so einem Kaffee-Talk in der Geschäftsstelle. Haben wir gedacht, Mensch, als die Bewerbungsunterlagen kamen, wir könnten ja mal in Offenbach gegen Frankfurt spielen. Am Anfang war es wirklich eine Schnapsidee und dann, naja, ein paar Tage später hat sich gesetzt und haben wir gedacht, nee, wir bewerben uns wirklich und wir ziehen das durch. Und Sie haben es geschafft. Sagen Sie mal kurz, wie war Ihr Nervenkostüm in den letzten 1, 2, 3 Tagen der Organisation? Ja, war natürlich angespannt. Es war sehr, sehr viel zu tun. Wir haben rund um die Uhr gearbeitet, um dieses Event möglich zu machen. Und alle haben wir mit unglaublichem Engagement sind hier rangegangen. Wir sind ja eine kleine Stadt, ein kleiner Verein, aber dass wir sowas auf die Beine stellen, macht mich stolz. Das glaube ich Ihnen sofort. Auf was freuen Sie sich jetzt in den nächsten Stunden am meisten? Ja, ich freue mich jetzt auf eine Riesenstimmung. Ich bin überzeugt, dass unsere Fans jetzt hier riesige Stimmung machen. Und ich glaube, es wird hier die Luft mitbrennen jetzt. Vielen lieben Dank. Wir geben mal weiter zu Patrick Stricker. Patrick, bitte. Vielen Dank, Nicole. 17.000 Menschen auf dem Biberer Berg und wahrscheinlich 10.000 Menschen, mehr als 10.000 Menschen, die es mit dem EC Bad Nauheim halten. Das heißt, die halbe Wetterau ist heute Abend hier in Offenbach und unter anderem, wir kommen genau richtig zur Choreografie, das ist wirklich Wahnsinn, unter anderem auch Bianca aus Bad Nauheim mit ihrer Familie ist da. Schönen guten Abend, Bianca. Wir sind kurz vor der Choreografie, wir sind kurz vor dem Spiel. Wie ist die Stimmung? Die Stimmung ist mega und ich denke, es wird bestimmt noch mehr, wenn unsere Jungs erstmal auf dem Eis sind. Was wird das denn für ein Winterderby heute Abend? Ja, wir gewinnen natürlich, logisch. Am besten 5-2. Und das Spiel, wie spannend könnte das noch werden heute, beide Mannschaften, vor allem der EC Bad Nauheim ist ja gut unterwegs in dieser Saison. Ja, das denke ich auch. Ich hoffe, es wird ein spannendes und aufregendes Spiel, ja. Am besten wäre natürlich noch ein Penalty zum Schluss. Ja, dann lassen wir uns mal überraschen, das wird dann ein sehr langer Abend werden. Aber ja, freuen wir uns drauf und los geht's.
Ja, und wir warten jetzt mal, dass die Kamera wieder zu uns kommt, weil die filmt gerade natürlich die Spieler beim Einlaufen. Und jetzt kommt sie hier zu uns durchs Plexiglas gefahren. Und Plexiglas ist, glaube ich, ganz gutes Stichwort, Erich. Denn was ist hier alles anders bei so einem Open-Air-Spiel als bei so einem Hallenspiel? Also erstens ist es für den Eishockeyspieler egal, wenn er Eis hat und einen Eishockeyschläger, und der Gegner spielt immer sehr, sehr gerne. Und man versucht natürlich auch hier bei dem Open Eis alles so natürlich wie möglich zu machen. Und es ist Ihnen gut gelungen. Jetzt ist natürlich Open Air, auch die Wetterbedingungen, ne? Wind, Regen. Was macht das mit dem Eis, was macht das mit den Spielern? Also die Eishockeyspieler sind nicht zimperlich. Ob schneit oder Regen oder Sonne scheint, sie wollen gerne Eishockey spielen, und das werden wir heute sehen. Okay, also wir freuen uns natürlich auf ein Riesenspiel, auf ein Mega-Event heute Abend. Und Dirk Froberg ist Ihr Kommentator. Ja, es ist das dritte Derby der Saison in der DEL2 zwischen dem EC Bad Nauheim und den Löwen Frankfurt. Eine wunderbare Kulisse. Wie Patrick Stricker gerade schon sagte, die Nauheimer Fans sind ein wenig in der Überzahl. Man hört den Applaus besser für die Roten Teufel und die Pfiffe für die Löwen aus Frankfurt. Das ist ganz klar normale Rivalität, aber es gibt hier selten, ganz selten auf den Tribünen handfeste Argumente. Die werden, wenn dann, unten auf dem Eis ausgetragen, wie es denn so üblich ist beim Eishockey. Jetzt kommen die Spieler der Löwen Frankfurt in den goldenen Trikots, die extra für dieses Spiel hergestellt wurden, aufs Eis. Und die machen ihre Schoner ab, weil sie hier über Matten gehen mussten. Es gibt einen leichten Regen, es ist aber kein Problem für die Spieler. Erst wenn der ganz heftig ist, dann ist es ein Problem, wenn der Puck nicht mehr rutschen kann. Highway to Hell wird hier gespielt für die Löwen Frankfurt, als sie das Eis betreten. Denn der Gastgeber hier in Offenbach, das ist Bad Nauheim. Das heißt also, die Ansagen und die Musik wird von dem Bad Nauheimer Team zugespielt. Und deswegen Highway to Hell. Der freundliche Empfang mit einem Augenzwinkern für die Löwen Frankfurt. So, wir könnten jetzt kurz eine Abstimmung machen zu Hause. Wer hat denn von Ihnen schon mal ein Spiel gesehen? Ein Eishockeyspiel live oder im Stadion? Mal kurz den Arm hoch. Okay, Arm wieder runter, alles wunderbar. Wer hat noch kein Spiel gesehen? Okay, verstehe. Dann kommentieren wir das hier für beide. Und vorher geben wir noch mal zu Sebastian Ried. Der ist noch dichter dran als alle anderen. Ja, bei mir ist Christoph Kreuzer, der Trainer des EC Bad Nauheim. Du hast schon viel erlebt, aber was ist das denn hier für eine Atmosphäre? Ja, das ist unglaublich. Also, wir waren im Sommer das erste Mal hier. Da habe ich gedacht, das ist genau das richtige Stadion. Dafür kommt bestimmt super Stimmung auf. Und das Spiel hat noch nicht angefangen und es ist schon großartig. Was sagt man denn vor so einem Spiel den Jungs? Hier muss man doch gar nicht mehr heiß machen oder muss man die bremsen? Ja, normalerweise nicht. Also, wer heute nicht heiß ist und motiviert ist, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Und da habe ich aber keine Angst bei meinen Jungs. Wir stehen jetzt hier ein bisschen so auf so einer provisorischen Bierzeltgarnitur. Musst du heute ein bisschen aufpassen, dass du nicht runterfällst? Ja, man musste das ein bisschen improvisieren, aber das hält, das haben wir ganz gut hingekriegt. Müssen wir jetzt mit leben, aber da draußen, da geht's rund, da muss man bereit sein. Die Spieler kommen, wie hoch ist dein Puls? Oh, ganz normal. Also Dirk, wir haben hier normal Puls, wie ist es bei dir? Also mein Puls steigt jetzt. Ich erkläre den Menschen, die zum ersten Mal ein Eishockeyspiel sehen, im Fernsehen oder auch live, was jetzt passiert. Es werden die Starting Six aufgerufen, das sind die Spieler, die das Spiel anfangen. Maximilian Faber, die 63, und der Verteidiger David Suvanto fangen an. Bei den Löwen im Sturm Maximilian Eisenmenger, Stefan McCauley und Adam Mitchell. Stephen McCauley natürlich, der Mann ist Nordamerikaner. Und im Tor steht die Nummer 92, Jimmy Hertel, Jungvater, der heute den Vorzug bekommt vor seinem Kollegen Patrick Klein. Hier sieht man nochmal dann die Spieler einmal ohne Helm. So, der EC Bad Nauheim fängt an mit Steve Slayton, mit Daniel Ketter, den Mann, der am meisten trifft, die Nummer 81, André Bires. Insgesamt 16 Tore schon erzielt in 27 Spielen. Die 91 ist der Bürgermeister genannt, der Kapitän im Team. Und Andreas Pauli. Felix Bick wird hier gefeiert, ein Mann, der auch schon auf der anderen Seite im Tor stand bei den Löwen. Und jetzt geht es gleich los, da sehen wir Felix Bick auf dem Weg in sein Tor. So, die Grundvoraussetzungen ist da. Wir haben hier mal einen kleinen Blick, wer wo in der Tabelle steht. Bad Nauheim ist auf dem dritten Platz.
Und die Löwen Frankfurt, die eigentlich favorisiert in die Saison gegangen sind, sind auf dem 8. Platz. So, und unser Experte Erich Kühnackel wird jetzt vom Schiedsrichter aufs Eis geführt. Er macht den Bulli. Die Schiedsrichter sind aus Bayern. Roland Aumüller, seit 1985 Schiedsrichter, hat eine rote Binde um. Und davon gibt es zwei. Der zweite mit der roten Binde ist Stefan Vogel. Das sind die Hauptschiedsrichter. Während Erich Kühnackel hier zack den Promi-Puck aufs Eis wirft. Und jetzt geht es gleich wirklich los hier in der Open Air Arena Winterderby 2019 auf dem Biberberg in Offenbach. Gut, es sind vier Schiedsrichter insgesamt auf dem Feld. Die beiden mit den roten Armbinden haben das Sagen. Das anderen sind die sogenannten Linesmen, die Linienrichter. Gespielt wird mit fünf Feldspielern und einem Torhüter. Bad Nauheim in Rot-Schwarz von links nach rechts und in den goldenen Winterderby-Trikots. Die Bad Nauheim haben auch eigene Trikots geschaffen für das Winterderby. In den goldenen Trikots für die Löwen Frankfurt. So, meine Damen und Herren, jetzt sind wir gleich richtig drin im Spiel. Der Puck ist auf dem Eis. Das Winterderby 2019 hat begonnen. Ein erster Torschuss ist aufs Eis gekommen. Wir sind mal ganz kurz hier nur bei mir, denn das Spiel ist eigentlich wichtiger als ich, nur damit Sie mal gesehen haben, wer der lustige Onkel ist, der hier spricht. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen zu Hause. Vielen Dank. Und jetzt kümmern wir uns nur noch um das Spiel und um das Event, das wir hier, wie Sie gehört haben, rundum begleiten. Tolle Stimmung direkt vom Anfangsbully, vom ersten Wurf des Pucks aufs Eis. Sie sehen unten rechts die Spielzeit, die Uhr läuft rückwärts runter und bei einer Unterbrechung wird sie angehalten. Das für die absoluten Neulinge. 20 Minuten dauert ein Spieldrittel, effektive Zeit. Und jetzt die erste Möglichkeit für die Löwen. Und das erste Tor! Das ist ja der Wahnsinn, die Nummer 16, Martin Buchwieser. Schiedsrichter Vogel, den haben wir auch verkabelt übrigens. Der hat ein Mikrofon dabei, vielleicht hören wir den nachher nochmal irgendwann. Und die Löwenfans da im Gästeblock, vollgepackter Gästeblock. Jubeln, was das Zeug hält. Martin Buchwieser, der Torschütze auf Seiten der Löwen. Es ist sein 9. Saisontor. Da stochert er ihn rein. Der Pass kommt von der 71, Rante Roper. Und dann Buchwieser, meiner Meinung nach, der Torschütze. Ui! Also korrigiert worden das Ganze. Der Verteidiger bekommt das Tor. Dann war Buchwieser nicht mehr dran. Also Marius Erck wird hier angegeben als Torschütze. Eine schnelle Führung hier im dritten Derby in dieser Saison. Sie spielen viermal in der normalen Runde, in der 52 Spiele dauernden Runde, Punkterunde gegeneinander. Das hier also das dritte Spiel. Die ersten beiden Derbys hat Bad Nauheim gewonnen. Einmal bei sich zu Hause und einmal in Frankfurt bei den Löwen. Auf neutralem Boden wollen die Löwen das auf keinen Fall noch einmal erleben. Und der erste Akzent in der zweiten Minute war klar verständlich für Bad Nauheim. 1-0 Führung Löwen. Ein
Ein Check an die Bande, aber erlaubt. Das kracht herrlich, wenn man im Stadion ist. Ich hoffe, Sie hören es auch zu Hause in den Wohnzimmern. Die Eisfläche nur für dieses Spiel hier aufgebaut. Aber das war Bad Nauheim zu wenig zum Thema Nachhaltigkeit. Sie können auch in den Tagen danach, ich glaube 4 Wochen lang, hier auch öffentlich Schlittschuhlaufen gehen in Offenbach. Die Fläche bleibt stehen, ist nicht nur für heute da. Wenn Sie Fragen haben hier zu dem heißen Kampf auf dem Eis, zu allem, was drumherum passiert, dann können Sie uns kontaktieren. Natürlich ganz modern, nicht mehr per Telefon, sondern per WhatsApp. Und da wird die Nummer eingeblendet. 0162 24 05 264. Sie können Fragen stellen, Kommentare abgeben, was Sie wollen. Und mit ein bisschen Glück sind Sie dann auch im Farbfernsehen dabei. Scheibe ist noch im Angriffsdrittel der Nauheimer. Der Druck von Bad Nauheim ist ein wenig erhöht. Wir sprechen hier mal gerne vom Schock, der einen erreicht, wenn das 0:1 fällt. Ist eigentlich nur ein Tor. Beim Eishockey können ganz viele Tore fallen und das Spiel ist lange, lange offen, sodass hier natürlich noch niemand geschockt ist. Beide Mannschaften operieren mit 4 Sturmreihen, das heißt 4x3 Stürmer und jeweils 3x2 Verteidigern, 3 Verteidigungsreihen. Es wird gewechselt so alle 40, 45, 50 Sekunden. Das heißt, jeder, der auf dem Eis ist, gibt 45 bis 50 Sekunden. Nur ein einziges Tempo, 100% Fullspeed. Das ist jetzt die zweite Reihe der Löwen auf dem Eis. Der Mann mit dem roten Helm im goldenen Trikot. Vielleicht sehen wir den gleich nochmal. Ist der gefährlichste der Löwen. Der bekommt extra einen roten Helm aufgesetzt. Das ist Eduard Lewandowski. Achten Sie mal drauf. Goldenes Trikot. Roter Helm. Da oben ist er zu sehen. Eduard Lewandowski, der Topscorer bei den Löwen mit den meisten Toren und Vorlagen. Und wir sind ganz dicht an den Fans. Patrick Stricker, bitte kurz. Eben von drüben beim EC Bad Nauheim und jetzt sind wir bei den Löwen Frankfurt, bei den Fans, denn die sind relativ schnell in Führung gegangen mit 1:0. Robin ist bei mir aus Frankfurt, das ging ganz schön schnell, ne? Ja, auf jeden Fall, sehr schön. Da fällt eine Menge Druck weg und auf jeden Fall perfekt für die Stimmung hier. Apropos Stimmung, Winter Derby, warum bist du hier? Warum freust du dich am meisten? Warum ich mich am meisten freue? Ich war vor 3 Jahren schon in der Commerzbank Arena, gehe sonst auch sehr häufig zum Eishockey immer in Frankfurt und deswegen ist es hier natürlich ein Muss. Schneller Tipp, wie geht's aus? 5:1 für die Löwen. Ja, dann feiern noch ein paar Tore. Dirk, weiter bei dir. Ja, wenn der junge Mann sagt, er war vor 3 Jahren in der Commerzbank Arena, dann müssen wir das kurz aufnehmen. Da gab es ein Summer Game. Löwen Frankfurt gegen Kassel Huskies, was die Huskies gewonnen haben bei 32 Grad Außentemperatur und 30.000 Fans. Aber das hier, das ist das Winterderby. Das ist das, was den Wintersport Eishockey ausmacht. Wintersport im Freien. So, ein Konter der Nauheimer, das kann gefährlich werden. Ui, gegens Tor gerutscht. Hoffentlich nicht böse verletzt. Kleine Unstimmigkeit. Nichts passiert. Aber es gibt eine Strafzeit gegen die Löwen Frankfurt. Gegen die Nummer 67, den Kapitän Adam Mitchell. Das Tor war verschoben, dann wird das Spiel natürlich unterbrochen. Das ist mit kleinen Metallstangen im Eis sozusagen drin. Aber nicht so fest, dass wenn man dagegen fährt, man sich sonst sehr, sehr dolle wehtut. Hier sehen wir nochmal die Szene. Spieler kommt zu Fall. Standzeit gegen
So, und der Spieler, der auf die Bank gegangen ist, jetzt dann Mike Mischkowski. Der Mann ist erst seit 2 Tagen bei den Löwen und er feiert heute seinen 27. Geburtstag. Also Adam Mitchell als Kapitän da nochmal verhandelt und wollte die Strafe sozusagen zurücknehmen lassen und hat die Schiedsrichter gebeten, den Videobeweis zu bemühen, denn den gibt es auch hier im Eishockey. Und jetzt haben wir die Pause, weil die beiden Hauptschiedsrichter den Videobeweis auf der Strafbank nochmal antreten und schauen. Es bleibt dabei. 0:1 der Spielstand und 2 Strafminuten für Mike Mischkowski. Das heißt, Bulli im Angriffsdrittel der Bad Nauheimer. 4 in Gold, 4 Löwen auf dem Feld gegen 5 rote Teufel. Dazu muss man wissen, dass die Löwen Frankfurt extrem schlecht sind beim Unterzahlspiel. Das schlechteste Team der Liga mit 33 Gegentoren. Also große Gefahr jetzt aus Sicht der Löwen für den Nauheimer Fan natürlich und für das Team vor allen Dingen auf dem Eis, eine große Chance auszugleichen nach noch nicht ganz 6 Spielminuten. Sehr gut verteidigt von den Löwen. Da ist der Mann mit dem roten Helm und goldenen Trikot, Eduard Lewandowski, der beste Torschütze. Jetzt auch beim Unterzahlspiel auf dem Eis, weil er ein sehr erfahrener Spieler ist mit 37 Jahren. Denn das brauchst du jetzt, Erfahrung. Und jetzt schauen Sie mal, Steven Delisle raus mit der Scheibe. Luft holen. Knapp 1,5 Minuten noch die Überzahl. Chance für Bad Nauheim. Die roten Teufel bauen jetzt von hinten ganz entspannt auf. Das hat man im Training 100-mal studiert und trainiert. Das, was da jetzt passiert, reingehen ins Drittel, ins Angriffsdrittel und dann da drin bleiben. Die Frankfurter möglichst nicht rauskommen lassen. Saubere Passkombination, bis die Schusschance endlich da ist. Handgelenkschuss, Nachschuss. 2-mal knapp am Tor vorbei. Wieder die Schusschance. Noch 28 Sekunden Strafzeit müssen die Löwen überstehen. Der Druck ist ziemlich groß, muss man sagen. Und da dann die Befreiung. Jetzt die Chance zu wechseln. Schauen Sie mal, jetzt gehen alle auf einmal runter und wechseln komplett durch bei beiden Mannschaften. Puh, durchatmen. Klasse Pass, weit nach vorne. 2 gegen 2. Die Chance von Marvin Rathmann nicht genutzt. Die Nummer 18 bei Bad Nauheim. So, das ist die Ansage vom Stadionsprecher. Beide Mannschaften spielen wieder 5 gegen 5 auf dem Feld. Wir haben einen sogenannten Powerbreak. Nach 8 Minuten in jedem Drittel gibt es 90 Sekunden Verschnaufpause für beide Mannschaften. Das ist in der deutschen Eishockeyliga, in der ersten Liga Standard und wird ab Januar auch in der zweiten Liga in der DL2 stattfinden. Okay, und wir schalten mal zu Sebastian Ried. Wo bist du, Jung? Ja, ich bin hier auf dem Eis und ich habe Martin Buchwieser. Martin! 1:0, wir haben gedacht, du warst noch dran, wie hast du es gesehen? Ja, Robert hat aufs Tor geschossen, ich habe ihn abgefälscht und ist glücklich reingegangen. Also müssen wir doch dir das Tor gut zuschreiben. Ja, ich denke schon. Was kriegt man hier auf dem Eis denn von der Atmosphäre mit? Ja, man kriegt schon mit, dass ununterbrochen Stimmung gemacht wird und macht auf jeden Fall riesen Spaß. Man fühlt sich ein bisschen zurückversetzt in die Kindheit und ist eine super Sache. Ist das ein bisschen schwieriger mit den transparenten Banden? Ach, die Bande ist gar nicht so das Schlimme. Ab und zu blendet es vom Licht ein bisschen, weil es vom Eis spiegelt. Aber wie gesagt, es macht einfach riesen Spaß, da zum Sprühen. Danke.
Ja, Martin Buchwieser, ein Spieler, der auch schon in der DEL in der ersten Liga gespielt hat. 2015 sogar mit den Adler Mannheim deutscher Meister geworden ist. Und wir sind da auch ganz dicht dran. Also es ist mehr als ein Eishockeyspiel. Hier geht viel mehr als sonst im Eishockey-Alltag, weil es ein Event-Game ist, das wir Ihnen ins Wohnzimmer übertragen dürfen. 90 Sekunden Pause sind um. Weiter geht's im ersten Drittel. Löwen Frankfurt in Gold mit einem Tor, Bad Nauheim in Rot noch ohne Tor. Die Eisfläche übrigens wird von einem hessischen Unternehmen geliefert, muss man sich auch mal vorstellen. Also Eisfläche made in Hessen, die geht um die ganze Welt. Auf Weihnachtsmärkten als Eisfläche und so weiter. Und sie ist schmaler als das deutsche Eishockeyfeld, amerikanischen Größen. Das Feld ist 4 Meter schmaler in der Breite. Länge fast identisch, das heißt, es wird alles viel schneller hier abgehen auf dem Eis. Man hat viel weniger Platz, viel mehr Körperkontakt. Das wir jetzt sehen auch an der Bande, an der transparenten Bande zum Glück. Nauheim arbeitet hart jetzt. Wollen den Ausgleich, gut gehalten von Jimmy Hertel, und jetzt der Gegenstoß. Scheibe erstmal rein ins Drittel, Zeit zum Wechseln. Fliegender Wechsel, sonst wird ja gewechselt bei der Unterbrechung. Und Sie sehen unten den gelben Rand auf der Eisfläche. Da die Fläche nicht so oft genutzt wird und die Scheibe, der Puck oft an der gelben Wand über die Wand gespielt wird, geht es hier viel schneller mit der Scheibe. Die fliegt hier viel besser oder rutscht viel besser an der gelben Bande lang als in einer Eishalle, die das ganze Jahr über betrieben wird und bespielt wird. Unerlaubter Weitschuss von Steve Slayton, der Nummer 22. Und jetzt schauen Sie mal, die Goldenen dürfen wechseln. Und die, die den unerlaubten Weitschuss verursacht haben, die Roten, müssen auf dem Eis bleiben. Also die dürfen hier nicht drauf. Also eine kleine Mini-Mini-Strafe, denn die 5 Roten haben schon 40 Sekunden gespielt und müssen jetzt noch drauf bleiben. Ein Mini-Vorteil für die Löwen Frankfurt. Am Bulli rechts im goldenen Trikot, Carter Proft, der hat sich unter der Woche noch mit Steven DeLille, den Kollegen, beim Boxtraining fit gehalten. Das Ganze mit einem Augenzwinkern, denn beide Mannschaften sind extrem verletzungsgeschwächt. Und das Boxtraining sollte kein Training sein für eine Faustkampfeinlage, sondern eher heißen Löwen kämpfen. Das war ein Fototermin. Unerlaubter Weitschuss. Und wieder dürfen die Goldenen wechseln und die Roten müssen drauf bleiben. So, dann fragen wir doch mal unseren Experten Erich Kühnackel. Was hältst du denn bis jetzt von den ersten 10 Minuten und 30 Sekunden, Erich? Ja, Essen, das Spiel ist sehr rasant. Die Spieler haben sich schnell daran gewöhnt, an diese Bedingungen außerhalb einer Halle. Und es ist nicht einfach. Aber man merkt einfach, dass Eishockey eine Mannschaftssportart ist und dann fällt alles ein bisschen einfacher. So, es geht weiter mit diesem unerlaubten Weitschuss. Die Spiele, die Goldenen, die Frankfurter dürfen wechseln, die Roten müssen auf dem Eis bleiben. Unkorrektes Anspiel, aber ohne Strafe. Der Bulli, das Bulli wird wiederholt. Torschuss von der Frankfurter Nummer 47, Adam Mitchell, der Kapitän, der lange verletzt war, erst in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen ist, aber gesagt hat, ey, ich kann das, ich will beim Winterderby unbedingt dabei sein.
und gut gehalten von Felix Bick, der Nummer 31 im Tor von Bad Nauheim. So, und dann haben wir Patrick Stricker bei 2 Eishockey-Neulingen. Patrick, let's go! Genau so ist es. Winter Derby ist quasi das erste Mal für Andreas bereiflich. Der war schon mal bei Nauheim. Andreas, Winter Derby ist das allererste Mal. Wie gefällt es dir bislang? Bis jetzt ganz gut. Ja. Was ist so dein Highlight bis jetzt? Also die Stimmung ist ja eigentlich ziemlich gut, ne? Die Stimmung ist sehr gut, ja. Kann man empfehlen. Andreas Nummer 2, was sagst du? Ich find's geil. Absolut cool, ja. Riesenstimmung, echt cool. Macht Spaß. Das heißt, du wirst nicht das letzte Mal beim Eishockey gewesen sein. Verstehe ich das richtig? Auf keinen Fall. Ralf, schneller Tipp zum Spiel. Wie geht's heute aus? Also ich hoffe natürlich, dass die Bad Nauheimer hier einen Punkt landen werden, ja, und heute als Sieger vom Platz gehen. Ja. Dann schauen wir weiter und Dirk, du machst weiter. Wir machen weiter bis zur Drittelpause. In der Drittelpause geht das Event dann aber auch weiter mit den Weltstars der Eisakrobatik. Für Sie zu Hause und für hier, für die 17.000 in der Open-Air-Arena am Biberberg, im Stadion von Kickers Offenbach. Ui, ein Fehler von David Zuvanto, dem Schweden, der Nummer 33. Das passiert ganz selten. Der Mann mit dem roten Helm, Eduard Lewandowski. Roter Helm heißt immer Gefahr. Also der beste, der erfolgreichste, sagen wir mal, Spieler, Offensivspieler der Löwen Frankfurt da im Gebühl auf dem Eis. Marius Erk mit der Nummer 23 hier an der Scheibe. Ja, beide Mannschaften wechseln, deswegen steht er hier ganz entspannt und wird auch nicht angegriffen, weil alle ihre Spieler auswechseln. Üben wie drüben. Schlagschuss über Plexiglasscheibe. Das ist die Nummer 63, Max Faber, und das Felix Bick, der nicht so gerne über seine Frankfurter Vergangenheit spricht. Der ehemalige Löwentorhüter, der jetzt stolz bei den Roten Teufeln im Tor steht. Ein Mann mit DEL-Niveau. Ein introvertierter Mensch, aber er ist immer hilfsbereit. Den kannst du nachts wecken, wenn du ein Problem hast. Dann kommt der Felix Bick vorbei und hilft. Das ist natürlich die Handynummer haben. So, wir haben die erste Zuschauerfrage. Was passiert, wenn es schlimm regnet? Schmilzt dann das Eis? Vielen Dank für die lieben Grüße, Thorsten. Ich kann dir sagen, unter der Eisfläche sind Kühlschlangen verlegt, sodass es immer kühl bleibt. Wenn es regnet, schmilzt das Eis nicht, aber es bildet sich ein Wasserfilm auf dem Eis. Wenn es ganz heftig regnet, müsste unterbrochen werden, weil die Scheibe dann, der Puck, nicht mehr auf dem Eis rutschen kann. Dann müssten die Eismaschinen kommen und das Wasser vom Eis runterfahren. Oder eben 20 Helfer mit einem Schneefeger, mit einem Schneeschieber, das Wasser runterschieben. Das war so im Januar beim Wintergame in Köln im Müngersdorfer Stadion. Beim Spiel der Kölner Haie gegen die Düsseldorfer IG. Da hat es 2,5 Stunden durchgeregnet. Das war keine Freude für Spieler und auch für die Zuschauer, die nicht überdacht zugeschaut haben. Christoph Kreuzer, der Trainer hier mit der Mütze, der vorhin schon bei Sebastian Ried gesprochen hat, der hat auch schon ein Winter Game erlebt in Düsseldorf gegen Köln. Da war er Trainer der Düsseldorfer EG, dem traditionsreichen Verein aus der ersten Liga. So, Spielaufbau von den Löwen Frankfurt, rein ins Drittel, denn ja, es ist einfacher, Tore zu schießen. Schöner Versuch. Und ich glaube, es gibt 2 Strafminuten, wenn ich es richtig gesehen habe, wegen Hakens. Gegen Bad Nauheim. Gegen die Nummer 97, Jumbo Jack Combs. Ein Mann, der auch erst kurz hier ist. Die 3... Kontingent, 3 von 4 Kontingentspieler, das heißt 4 Ausländer, 4 Spieler mit einem nichtdeutschen Pass dürfen pro Mannschaft spielen. Die restlichen Spieler müssen einen deutschen Pass haben.
sind bei den Nauheim verletzt und Jack Combs wurde flugs rübergeholt aus den USA und spielt jetzt hier für die Löwen Nauheim. Für die Roten Teufel Nauheim, sorry. Also jetzt Überzahlspiel für das Team in Gold, für die Löwen Frankfurt. Die Löwen sind in der guten Grundaufstellung, können die Pass einen nach dem anderen spielen. Und da der Versuch auf 2:0 erhöhen. Befreiung durch Bad Nauheim, die Möglichkeit für die verteidigende Mannschaft und die angreifende Mannschaft, die Spieler auszuwechseln. Das passiert auch so. Noch 47 Sekunden Strafzeit. Buchwieser, der Torschütze mit der 16 wieder auf dem Eis in der Mitte. Steven Delisle, Franco-Kanadier auf dem Eis an der blauen Linie, der Verteidiger und der Mann mit dem roten Helm hier am Puck, Eduard Lewandowski, die Gefahr in Person. Delisle, sie warten auf die gute Schussposition. Und der Puck ist raus aus dem Angriffsdrittel, jetzt müssen alle Frankfurter wieder zurück. Noch 10 Sekunden, dann ist Bad Nauheim wieder komplett, aber da gibt es noch eine Chance. Und noch eine. Abgepfiffen, Spiel unterbrochen. Und wir geben mal ab zu Nicole Rautenberger. Sie hat einen Gast. Ja, und ich habe schon wieder einen strahlenden Geschäftsführer hier stehen. Gerade noch der von Bad Nauheim. Jetzt ist es der Frankfurter Löwen, Stefan Krämer. Läuft, oder? Wir führen 1-0, so kann es bleiben. Klar. Wie finden Sie denn hier überhaupt die Atmosphäre, also das, was hier jetzt los ist? Ganz toll. Großes Kompliment an unsere Freunde und Kollegen aus Bad Nauheim, an Andreas Ortwein und Team. Haben sie ganz toll gemacht. Glückwunsch. Wirklich eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. So muss es sein. Es ist knackig kalt. Klasse. Glückwunsch. Wäre das denn quasi so ein Konzept, dass man sowas öfter mal macht? Oder ist es für Sie jetzt eigentlich schöner, dass es nur einmalig ist? Naja, wir hatten ja unser Spiel hier in der Commerzbank Arena 2016. Insofern die Erfahrung haben wir bereits gemacht. Es ist schon ganz schön, heute auch einfach mal Zuschauer zu sein, weil wir natürlich auch wissen, dass es halt extrem viel Arbeit ist. Und ja, also schon ein tolles Erlebnis, keine Frage. Natürlich auch ein Tipp von Ihnen, wie geht's aus? Also von mir aus kann direkt abgepfiffen werden. Ich hoffe auf den Sieg. Oh, das wäre schade. Ich hoffe auf den Sieg für uns. Okay, dann weiterhin einen schönen Abend. Dirk, du wieder. Ja, merci vielmals. Warum hat mich jetzt nicht überrascht, dass der Frankfurter Geschäftsführer auf einen Sieg für Frankfurt tippt? Derby-Time, noch 3 Minuten 46 bis zum Ende des ersten Drittels. Die Löwen führen 1:0 gegen Nauheim. Auch wenn die Nauheimer Fans pfeifen, es ist keine Strafzeit angezeigt, dann würde ein Arm des Schiedsrichters mit roter Binde nach oben gehen. Aber da ist das Tor! Ausgleich! Wenn ich es richtig gesehen habe, ist es er hier gewesen, die Nummer 10, Christoph Pauli! Erzielt das 1:1! So, da könnte man nicht genau sehen, wer die Vorlage gegeben hat, aber Huber Sekesi war da mit dran. Es ist auch wurscht. Schauen Sie mal, setzt er sich frei, fällt hin, steht auf der Pauli und kommt genau richtig, hält seinen Schläger rein. Keine Chance für Jimmy Hertel. Und der Frankfurter Verteidiger Max Faber ärgert sich da bestimmt tierisch, dass er das nicht verhindern konnte.
So, da wurde es noch bestätigt. Torschütze Andreas Pauli. Die Vorlagen haben André Bires gegeben, der Mann mit den meisten Toren und Vorlagen bei Bad Nauheim. Also ein weiterer Punkt kommt dazu. Und der Kapitän, die Nummer 91, Marc El Sayed. Ein Junge aus der Region, aus der Wetterau, der zu dieser Saison aus der DL von Schwenningen zurückgekehrt ist nach Bad Nauheim. So, und für all die Zuschauer, wie man so schön sagt, seit ungefähr 50 Jahren, dass das Farbfernsehen noch gar nicht gab, auch bei Schwarz-Weiß, wenn sie jetzt erst dazuschalten. Wir haben hier ein Eventgame, wir haben hier das Winterderby, wir haben hier Eisakrobatik in der Drittelpause, wir haben ein unglaublich tolles Eishockeyspiel mit einem unentschiedenen Spielstand 1:1. Hochmotivierte Mannschaften auf dem Eis. Und in einer Minute 46 ist das erste Drittel vorbei und dann freuen wir uns auf Sergei Jakimenko, einer der spektakulärsten Eisakrobaten dieser Erde. Das ist kein Quatsch, wenn ich Ihnen das sage. Ich meine das ernst. Maximilian Faber, einer der besten Verteidiger in dieser Saison in der DL2 an der Scheibe. Da ist er wieder. Die Nummer 7, Steven DeLille bei den Frankfurtern. Gibt es noch eine Schusschance für die Löwen? Oder ein Konter für Bad Nauheim? Ja, alles sauber da, die Arbeit an der Bande. Das macht keinen Spaß für den Stürmer, da reinzugehen. Aber einer muss es ja machen. In dem Fall sind es vier, die sich da um die Scheibe streiten, aber alles sauber. Ein faires Spiel bis jetzt. Und da die, nein, keine Konterchance. Steven DeLille spielt die Scheibe ins Drittel rein. Da wird nochmal dezent gewechselt. Für die letzten 22 Sekunden. Puck über die Bande. Bulli. Noch 14,8 Sekunden zu spielen im ersten Drittel. Genießen wir die Stimmung hier in den letzten 14 Sekunden. Ich halte den Mund. Winterderby 2019 sind gespielt. Es steht 1:1 unentschieden. Da lassen wir nicht von Spannung reden, denn die ist wirklich greifbar hier. Pause am Biberer Berg beim Spiel der Roten Teufel aus Bad Nauheim als Gastgeber gegen das Gästeteam aus der Nachbarstadt, muss man sagen, wenn man hier in Offenbach ist, gegen die Löwen Frankfurt. Da es hier über Matten geht, die ein bisschen schmutzig sind, ziehen die Spieler leichte Schoner über ihre Schlittschuhe, über ihre Kufen. So, und auf uns und auf sie wartet in der Halbzeitpause, in der Drittelpause natürlich, in der ersten von zwei Drittelpausen, Eisakrobatik vom Allerfeinsten. Sergei Jakimenko, der Mann aus der Ukraine. Wir haben ihn gestern bei den Proben gesehen und konnten es kaum glauben, was er da macht auf dem Eis. Darauf können Sie sich wirklich freuen. Aber erstmal müssen die Spieler alle runter sein. Die Fläche sozusagen geräumt sein für den Mann, der die Kunst aufs Eis bringt. Ja, und auch in die Kabine gehen wir noch mit, soweit man uns lässt. Und zum Beispiel in dieser Kabine, das muss ich Ihnen noch kurz erzählen, wo wir gerade waren, bei den Löwen Frankfurt. Da hängt ein Board, eine Tafel in dieser Kabine, irgendwo da, wo die Taktik drauf geschrieben wird.
Und an diese Board hängen die Spieler Geld vor dem Spiel. 50 Euro oder 100 Euro. In diesem Falle Dominik Meisinger ist einer von den Frankfurtern, der gegen einen ehemaligen Kollegen spielt auf der anderen Seite. Und er sagt, hey Jungs, wenn wir gegen Daniel Stiefenhofer von Bad Nauheim heute gewinnen, dann geht von mir die Kohle in die Mannschaftskasse. Eine irre Geschichte. Der Torhüter Jimmy Hertel, der gerade Vater geworden ist, hat auch einen Schein dran gehängt. Aber nur im Falle des Sieges geht die ganze Kohle, jeder Euro, hier ist Jimmy Hertel zu sehen, in die Mannschaftskasse. Also zusätzlicher Ansporn, den die Spieler sich hier ausgedacht haben. Feine Idee, wie ich finde. So, und jetzt Bühne frei. Den habe ich ganz anders in Erinnerung. Viel Vergnügen mit Sergei Jakimenko. Sergei Jakimenko, der Mann auf dem Eis, er geht vom Eis. Kein anderer Eisläufer auf der Welt wagt die spektakulären Flickflacks, wie ich gesagt habe, und die Rückwärtssaltos, so wie er. Er kommt aus Kiew und hat von dort die Welt erobert. Er war nicht sonderlich talentiert, was das Eiskunstlaufen betraf, aber dann hat er sich in einer Zirkusschule ausbilden lassen und hat hier wirklich was ganz Tolles aufs Eis geliefert. Ein fröhlicher Mensch, Sergei Jakimenko.
Ja, 17.000 Zuschauer sicherlich bisher zufrieden mit dem Event, mit der Show, mit dem, was drumherum passiert. Und mit dem Spiel kann man auch zufrieden sein. Werden wir hier nochmal sehen. Flickflack, Flickflack. Ja, und dann nochmal ein Flickflack, ist doch klar. Für den Eismeister ist das bei einem Rückwärtssalto, der guckt dann mal mit einem weinenden Auge hin, weil er auch gerne mal ein bisschen was aus dem Eis rausplatzt. Aber hier ist alles gut gegangen. Das war Sergei Jakubenko. Weiter geht's mit Oliver Meyer. Ja, so ist es. Und ich gebe die Frage direkt mal an Erich weiter. Genauso habe ich dich eigentlich auch auf dem Eis in Erinnerung, oder? Das ist ja wohl schon lange her. Und das war immer. Wir haben öfters auch mal was versucht. Aber sowas natürlich nicht, weil das ist schon so. Also, wenn man sich vorstellt, dass Schlittschuhlaufen schwierig ist. Und das auf dem Eis, muss ich sagen, einzigartig. Dann plauder mal aus. Was habt ihr probiert? Was konntest du? Ja, wir haben natürlich früher auch mal versucht, so Sachen zu probieren, wie Eiskunstläufer, ein Rüttberger oder ein Axel. Und? Aber nur mit voller Ausrüstung. Nur mit voller Ausrüstung, mit Helm und Skimannschonern. Selbstverständlich. Ja, ich habe gehört, Eishockeyspieler holen sich auch manchmal Eiskunstlauftrainer dazu, weil das Schlittschuhlaufen ja auch gar nicht so einfach ist. Man muss sich auch richtig gut beherrschen dafür, ne? Also, ich meine, Eiskunstläufer oder Eiskunstläuferinnen können ja Eislaufen perfekt. Und für jeden Eishockeyspieler ist es nahezu unglaublich wichtig, dass er nicht nur laufen kann, sondern dass er sehr gut laufen kann. Dass er sich in der heutigen Zeit durchsetzen kann. Und von daher ist es wichtig, dass man auch so einen Weg geht, einfach um sich selber zu verbessern. Ja. Und wir schauen jetzt mal weiter rum, gehen zu unseren Reportern, die ja überall sind, die an der Trainerbank sind, die bei den Fans sind und unter anderem ja auch auf der VIP-Tribüne. Und genau da ist Nicole Rautenberger. Und ich habe Axel Erk hier stehen, der Papa von dem jungen Erk. Und wie ist der Papa zufrieden bisher? Naja, also es steht 1-1. Wir waren eigentlich in der defensiven Rolle heute Abend als Mannschaft. Und wenn Sie mich fragen nach der Leistung des Sohns, er hat 1-0 geschossen als Verteidiger. Also von daher kann man eigentlich nur zufrieden sein. Ich glaube, er macht auch ansonsten ein ganz gutes Spiel. Und das wird Marius bestimmt auch weiterhin so machen. Wie war denn das damals, als er angefangen hat? Hat er das wegen ihm gemacht? Sie spielen doch bestimmt auch Eishockey, oder? Ja, ich spiele noch, meine Söhne nennen das. Marius hat noch einen Bruder, die alte Säcke-Mannschaft. Spielen aber selber da auch ganz gerne mit. Also spiele jetzt noch ein bisschen. Morgen Abend stehen wir hier auf dem Eis auch im Stadion. Die Eisfläche gibt es ja noch ein bisschen länger. Und der Marius hat aus freien Stücken angefangen. Er war eigentlich so der Treiber. Wir wollten ihn noch nicht aufs Eis lassen mit 4,5, 5. Und ja, seitdem spielt er Eishockey. Und das sehr erfolgreich. Und wir gucken natürlich, was Marius weiter hier veranstalten wird. Und vielleicht kommt ja noch ein Tor dazu, damit Sie stolz sein können. Vielen lieben Dank. Danke. Patrick, du. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Nicole. Ihr lieben Leute, wir sind hier in Offenbach bei Bad Nauheim gegen Frankfurt. Und jetzt schauen Sie mal hier. Kassel. Ingo, wie kommt das, dass jemand bei Bad Nauheim gegen Frankfurt im Kassel-Trikot auftaucht? Total Eishockey-bekloppt, sportbekloppt oder sportverrückt. Und einfach die Liebe zum Sport, die Liebe zu, also die Fans sind ja immer klasse von Bad Nauheim und Frankfurt. Und ja, wie soll man sagen? Macht einfach Spaß. Es ist halt ein Event-Game. Es macht ja auch Spaß, sowas zu sehen. Sieht man nicht alle Tage. Warum soll man das nicht mitmachen? Ist egal, welcher Fan man ist. Finde ich spannend, dass du sagst, dass die beiden Fangruppen ja so super sind. Bad Nauheim und Frankfurt sind ja eigentlich nicht die beliebtesten Fangruppen aus Kasseler Sicht. Ja, das stimmt, aber wir sind alle Eishockey-Fans und wir verstehen uns alle super. Ich hatte im Zug Löwen-Fans bei mir drin, die waren sehr freundlich. Hier habe ich lauter Nauheim-Fans, die sehr freundlich sind, mit denen man sich super unterhalten kann. Und das ist doch schön, das ist doch die Sache halt, was es lebenswert macht. Dann viele gute Gespräche noch und weiter geht es bei Sebastian Ried unten am Eis. Ja, nee, nicht am Eis, ich stehe sogar in der Kabine drin, also kurz vor der Bad Nauheimer Kabine und hier ist eine echte Höllenmaschine. Nämlich so ein Teil, da haben die Spieler eben ihre Handschuhe abgesteckt und die werden da drin wirklich getrocknet, die Handschuhe, das sieht man hier ganz gut. Und Olli ist der Zeugwart, wie funktioniert denn das Teil? Ja, ganz einfach, wir haben hier vier gleiche Föhne, ganz normale Haartrockner. Da könnte ich mir jetzt auch die Haare mit trocken machen. Ja, sollen wir mal machen, komm mal her. Zum Glück regnet es gar nicht draußen. Genau. Aber es riecht hier ein bisschen. Also um nicht zu sagen, es stinkt. Ja, ich riech's nicht mehr. Aber in den Handschuhen doch, vor lauter Schweiß, ne? Boah. Ja,
Also ich muss ja da nicht reinriechen, also Hauptsache die werden trocken, das zählt für mich. Aber das ist schon so ein bisschen der typische Eishockey-Kabinengeruch, ne? Ja, es geht schon mal schlimmer. Was sind deine Jobs hier eigentlich als Zeugwart alles? Was musst du heute tun? Ja, heute die Mannschaft einfach dafür sorgen, dass alles gut läuft. Und nach dem Spiel dann alles nach Neuem fahren, auspacken, damit die Spieler einfach heute mal einen Tag genießen können. Und die nächsten zwei freien Tage, das steht heute an noch für mich. Schlittschuhkufen schleifen, auch ein Thema? Gerade nicht, Gott sei Dank. Da bin ich ganz froh drum. Und ja, mal schauen, vielleicht im zweiten Drittel. Aber bisher sieht alles ganz gut aus mit Schleifen. Also auch wenn der Olli sagt, hier riecht es nicht so streng. Also ich nehme noch mal eine Kostprobe. Also ich bin dabei, in Eishockey-Kabinen stinkt's. Zum Glück, Olli Meier, bist du ja ein bisschen weiter weg. Ja, bei uns stinkt es tatsächlich nicht, aber ich frage mal den Erich, deine Handschuhe haben bestimmt nie gestunken, die haben bestimmt immer nach Rosenwasser gerochen, oder? Selbstverständlich. Ja, na klar, okay. Gut, dann gehen wir mal weg vom Geruch und gehen rein in die sportliche Analyse des Ganzen und fangen mal an mit dem 1:0. Da muss ich dazu sagen, da war Erich und ich natürlich noch unten, weil er hat ja den Ehrenpuck hier geworfen. Wir sehen das also auch hier zum ersten Mal, dieses 1:0. Vielleicht kannst du es kurz für uns analysieren, weil das geht ja alles recht schnell im Eishockey und man sieht es ja erstmal gar nicht so richtig. Ja, sie haben im Vorfeld schon sehr lange Druck gemacht und haben versucht, die Scheibe immer zum Tor zu bringen. Und die Verteidiger sind dann irgendwann mal überfordert und dann passiert es halt. Ja, hier sehen wir es nochmal. Er steht vorm Torwart und nimmt den Nachschuss sofort. Und der Verteidiger sieht natürlich schlecht aus. Der müsste normalerweise den Torwart ein bisschen unterstützen. Aber auch sehr unglücklich, ne? Er stand da recht frei und der Torwart irgendwie gerade noch abgefälscht. Ne? Ja, aber es geht halt ziemlich schnell immer. Ja, okay. Und mittlerweile steht es ja 1:1. Und natürlich wollen wir uns auch das zweite Tor noch mal angucken. Das kommt hier. Vielleicht deine Worte dazu, Erich? Ja, man sieht, die haben wieder unglaublich viel Druck gemacht, schon im Vorfeld. Haben die Scheibe immer wieder versucht, zum Tor zu bringen. Und ja, man sieht hier, schön die Scheibe zum Tor gebracht. Nachschuss. Und der Schläger reingefasst und abgefälscht ist natürlich für den Torwart immer, ja, man sieht es hier nochmal genau. Sehr schwer aus so einer kurzen Distanz. Ja, ja, ist natürlich, jetzt steht er auf, dreht sich um die Scheibe, kommt zum Tor und fälscht ab. War natürlich, Verteidigerfehler, aber für den Torwart ist immer schwierig. Wer ist für dich insgesamt bisher das bessere Team? Also ich glaube, beide Mannschaften schenken sich nichts. Man sieht schon, dass sie nicht jedes Wochenende so ein Outdoor-Spiel haben, müssen sich daran gewöhnen. Aber Mannschaften haben sich schnell daran gewöhnt, mit sehr viel Einsatz und sehr viel Herz. Und ich glaube, da können wir noch zwei schöne Drittel sehen. Ja. Wir reden natürlich gleich noch weiter über das Spiel. Aber erstmal habe ich Ihnen ja vorhin schon angekündigt, es ist nicht nur ein Eishockeyspiel, sondern es ist ein Top-Event mit Musik-Acts wie zum Beispiel den Donuts. Und da gucken wir jetzt rein. Habt ihr Hände? Hat ein Stadion Hände? Stop the bad shine.
So, also, das waren die Donuts. Und jetzt geht's weiter mit Sebastian Ried, der ist ja hautnah unten dabei und der ist bei Herrn Erk. Los geht's, Sebastian. Marius Erk. Marius, wir haben eben schon den Papa gehört. Ist das besonders für dich, dass die Family hier ist, als gebürtiger Bad Homburger? Ja, natürlich. Also, die ganze Family ist da, alle Freunde, alle schauen euch zu. Und dann ist das auch vom Fernseher, sitzen einige, die es halt leider nicht ins Stadion geschafft haben. Das ist auch ganz Besonderes, ja. Warum hast du denn so schwarze Streifen unter den Augen? Damit man nicht so geblendet wird von dem Blutlicht hier. Alles klar, danke. Ja, also, das war Marius Erk und wir reden jetzt natürlich noch mal so ein bisschen über das Eishockey, weil wir haben ja einen Insider da mit Erich Kühnackel. Erich, was passiert überhaupt in so einer Drittelpause? Was kann man da überhaupt besprechen? Ja, erstens müssen die Spieler erholen und zweitens ist natürlich immer entweder der Head Coach oder der Assistenzcoach. Der sagt den Spielern, den einen oder anderen, ja, Fehler oder Situationen, die man besser machen könnte. Aber immer so, damit man die Mannschaft motiviert. Hast du mal so eine richtige pfefferte Rede in der Drittelpause bekommen? Ja, das hat es früher gegeben, aber in der heutigen Zeit nicht mehr. Da ist alles ganz sanft und nett. Ja, heute nicht ganz so nett, aber ich meine, es hilft ja dem Spieler wenig, wenn ich ihn also klein mit Hut mache, sondern was ich ihm helfe, wie kann er es besser machen und nicht immer ärgern und schimpfen. So, und Sebastian Ried ist ein ganz fleißiger Kollege von uns. Er hat nämlich schon den Nächsten da unten am Spielfeld rein. Und zwar den Torschützen von Bad Nauheim, Andreas Pauli. Andreas Pauli ist bei mir, der Schütze zum 1:1 Ausgleich. Aus eurer Sicht in Ordnung das erste Drittel? Ja, ich denke, zum Schluss sind wir besser rausgekommen. Am Anfang waren wir ein bisschen nervös. Ist klar, vor dieser Kulisse auch. Aber ich denke, wir müssen das einfach halten, müssen die Scheiben einfach tief bringen hinterher. Das Eis ist nicht so gut, muss man sagen. Wir müssen clever jetzt da spielen, Scheiben zum Tor. Und dann, ja, da denke ich, dann haben wir eine gute Chance, das Spiel zu gewinnen. Was ist mit dem Eis? Erklär das mal bitte dem Zuschauer ein bisschen. Ja, das Eis wird weich und ja, es ist kein guter Zustand. Also die Scheibe rutscht nicht wirklich. Es ist halt so ein bisschen Eisbahn, würde ich eher sagen. Kommt nicht wirklich vorwärts? Nee, aber ja, hilft nichts. Vielen Dank. Wir haben ein Winterderby, wir haben ein Eventgame hier. Das zweite Drittel läuft und wir haben eine Strafzeit. Zwei Strafminuten für die Nummer 41 der Löwen, für Maximilian Eisenmenger.
Überzahlspiel der Bad Nauheimer, die jetzt versuchen aufzubauen. Das machen sie gut, fast zu gut. Und das ist natürlich die Situation, die nennt man, das erkläre ich auch den Rookies, abseits. Da war ein Bad Nauheimer Spieler zuerst über die blaue Linie gelaufen, bevor der Puck über die Linie gekommen ist. Denn das ist die Anforderung. Der Puck am Schläger oder wie auch immer muss als erstes ins Drittel rein, ins Angriffsdrittel über die blaue Linie. Dafür ist sie da. In dem Falle war ein Nauheimer Spieler zuerst drüber. Das Spiel unterbrochen. Und Nauheim muss wieder neu ins Drittel reinkommen, um die Formation aufzubauen. Zwei Verteidiger an der blauen Linie, drei Stürmer, die arbeiten. Und der eine von denen soll dann in Position gebracht werden, um den Torschuss hinzubekommen. Gucken Sie mal, die in Gold bilden so ein kleines Viereck. Eingeschworene Truppe, die bilden ein Viereck. Und immer da, wo der Puck in der Nähe ist, geht der goldene Spieler dann raus. So wie hier, Max Faber, die 63. Und die Roten versuchen, die Schusschance zu finden. Dann wieder beherzt und ruhig passen. Und wieder der Versuch von André Bires, dem erfolgreichsten Spieler, was Tore und Vorlagen betrifft, bei Bad Nauheim hier an der Scheibe. Sekunden noch Überzahl und da befreien sich die Frankfurter Löwen. Beide Mannschaften wechseln. Und noch einmal anlaufen. 11 Sekunden Strafzeit noch. Das wird keine Überzahlschusschance mehr geben für Bad Nauheim. Und beide Mannschaften sind wieder komplett. 5 gegen 5. Feldspieler auf dem Eis. Lewandowski lässt liegen. Buchwieser, die Nummer 16 da an der Scheibe. Er ist aus unserer Sicht der Torschütze vom 1:0 und leider nicht leider nicht Marius Erk, der eben im Interview war und auch zum Leidwesen des Papas. Der Pass kam von Rope Ranta, der Nummer 71, der jetzt vor dem Tor auftaucht. Die 71, Rope Ranta. Einer von vier Ausländern im Löwenteam. Kontingentspieler werden sie etwas freundlicher genannt. Unserer Meinung nach Martin Buchwieser, die Nummer 16 in Gold. Torschütze des 1:0. Und den Ausgleich erzielt Andreas Pauli für Nauheim, für Bad Nauheim. Felix Bick hat die Scheibe hier unter sich begraben. Wahre Liebe steht auf seinem Helm. Bad Nauheim behauptet von sich und belegt es auch. Wir sind die Legenden. 70 Jahre gibt es schon, über 70 Jahre gibt es schon Eishockey in Bad Nauheim. Am Bulli Carter Proft in Gold und Marc El-Sayed, der Kapitän von Bad Nauheim. Ist nicht ganz unwichtig hier beim Bulli den Puck für die eigene Mannschaft zu bekommen. Für die Goldenen wäre es gut, um im Angriffsdrittel drin zu bleiben, für Frankfurt und für Bad Nauheim rauszukommen. Frankfurt gewinnt den Bulli Carter Proft und es ist gefährlich. Der Puck war im Tornetz, nicht spielbar, lag hinten im Tor im Netz. Deswegen abgepfiffen, Unterbrechung. Wieder Bulli. Gefühlt wieder mit den beiden gleichen, mit Marc El-Sayed in Rot und Carter Proft in Gold. Carter Proft, derjenige, der unter der Woche Boxtraining hatte, zusammen mit seinem Mannschaftskameraden Steve DeLille, der Nummer 7, 1,97 groß. Schneller Wechsel! Schusschance gehalten von Jimmy Hertel.
Ja, mit der feinen Mütze vorne im Bildvordergrund haben wir eben Harry Lange, der Co-Trainer, der bis vor 2 Jahren selber noch Spieler war. Er ist verkabelt, vielleicht hören wir ihn im nächsten Powerbreak. Nach 8 Minuten der Spielzeit gibt es einen Powerbreak. Mal schauen. Und jetzt eine Frage wieder aus dem Netz. Erklärt doch bitte mal die Funktion des gelben Randes an der Bande. Als Laie versucht man ja, alles besser zu verstehen. Ich versuche das mal. Der gelbe Rand unten an der Bande, an dem die Scheibe jetzt schön lang rutscht, ist aus hartem Kunststoff. Und bei dieser Eisfläche, die wir hier haben, rutscht die Scheibe sehr schnell, da die Eisfläche nur selten bespielt wird. Das ist die sogenannte Kickleiste. Und darüber haben wir die transparenten Banden. Das ist eine sogenannte Flexibande. Die sind ein bisschen weicher als der gelbe Rand da unten, als die sogenannte Kickbande. Und da sehen wir einen roten Arm rechts vom Schiedsrichter. Der Arm ist oben. Sehen Sie das? Da gibt es eine Zeitstrafe wegen Hakens. Das ist das Zeichen, wenn er mit den beiden Händen da so nach hinten zieht. Herr Vogel hat entschieden, 2 Minuten Strafzeit gegen Bad Nauheim. Hallo, liebes HR-Team, inwiefern sind denn am Eishockey Schlägereien erlaubt? Liebe Grüße, Niklas aus Schöneck. Die sind natürlich nicht erlaubt. Schlägereien sieht man so als Trainer und so weiter nicht sehr gerne, aber es kommt vor. Und meistens dann, wenn eine unsaubere Aktion vorgelegen hat, wenn zum Beispiel ein Spieler den anderen unfair gefoult hat oder sowas, dann fühlt sich ein anderer Spieler gemüßigt, diesen Spieler zu verteidigen oder zu rächen, wie auch immer. Und dann kann es sein, dass die Spieler die Handschuhe aufs Eis schmeißen, nachdem sie sich kurz angeschaut haben, und dann prügeln sich 2. Aber die kriegen dafür eine heftige Strafe. 2 plus 2 plus 10 Strafminuten, das ist der Preis dann für das Austauschen von Argumenten mit den Fäusten. Ansonsten gibt es kleinere Gerangel, die dann auch mit 2 Minuten Strafen geahndet werden. Nichts Dramatisches. So, dann haben wir hier ein Überzahlspiel. Aber die Goldenen, die Frankfurter, müssen erstmal richtig reinkommen ins Drittel, um sich aufzustellen, um eine 5-Spieler-Formation, die Überzahlformation aufzubauen. Hier wird geackert. Adam Mitchell an der Scheibe, der Kapitän. Was macht er? Zum Verteidiger. Hui, ein schönes Ding, die 33. David Zuvanto war das. Da sehen wir nochmal Adam Mitchell, der Kapitän, der lange verletzt war und froh ist, wieder hier dabei zu sein. Er sieht den freistehenden David Zuvanto. Klasse Schuss. 36 Sekunden noch die Unterzahl oder Überzahl von den Löwen. Unterzahl für Bad Nauheim. Schlagschuss gegen Felix Bick. So, da war ein angezeigtes Abseits, meine ich. Aber Martin Buchwieser ist da auch noch ungläubig. Der Schiedsrichter, Herr Vogel, zeigt ruhig bleiben, locker bleiben. Aber das war kein Abseits, das war ein anderer Regelverstoß des Teams in Überzahl. Und deswegen gibt es jetzt sozusagen als kleine Ministrafe, als Spielstrafe sozusagen im Spiel einen Bulli auf der anderen Seite. Das heißt Entlastung für Bad Nauheim. Noch 18 Sekunden die Überzahl. Situation für die Löwen Frankfurt. Roperanta mit der 71. Eduard Lewandowski mit der 22. Im Drittel drin. Eine Chance gibt es vielleicht noch. Schlagschuss, kein Abpraller, weil Felix Bick ihn festhält. Souverän und sicher hier die Aktion vom Torhüter, vom Goalkeeper, vom Goalie der Roten Teufel. Dani Bindels rechts am Bulli und Carter Proft links am Bulli. 4 Sekunden Überzahl noch. Noch eine Schusschance.
Nein, beide wieder komplett. Aber die Frankfurter bleiben im Angriffsdrittel. Steven Delisle von der blauen Linie. 1,97 Meter ist er groß und wiegt weit über 100 Kilo, 106 Kilogramm. So, beide Mannschaften wieder komplett auf dem Eis. 1:1 der Spielstand. Wir befinden uns im zweiten Spieldrittel. 7 Minuten und 15 Sekunden sind gespielt im Winterderby, dem Eventgame des Jahres 2019 der DEL2, der zweiten Eishockeyliga. Strafzeit für zwei Strafminuten für Carter Croft, übertriebene Härte, das Vergehen. Carter Croft, einer der Spieler, der schon viele Strafzeiten hat. Der böse Bube am Platz 2. Jetzt hat er die Führung sozusagen übernommen mit 54 Strafminuten in dieser Saison schon. Keine Bösen dabei, aber in diesem Falle beim Spielstand von 1:1 ist natürlich blöd, mit übertriebener Härte sich eine Strafe abzuholen, weil das ist eine Strafe, die ganz klar vom Spieler ausging. Kritische Situation jetzt für die Löwen. Da sitzt Carter Prof. Sympathischer, ruhiger Kerl, sehr witzig. Hat das Boxen unter der Woche, wie gesagt, trainiert mit seinem Teamkollegen Steven Delisle. Aber bestimmt nicht für das Spiel heute hier, um anderen Menschen weh zu tun. So, Überzahl für die Roten, für Bad Nauheim, für die Roten Teufel. Und jetzt Entlastung für die Löwen, raus aus dem Drittel. Das kostet dann so 10, 15 Sekunden, bis die Bad Nauheimer in diesem Falle wieder rüberkommen in die andere Hälfte. Eine Minute noch Strafzeit gegen die Löwen Frankfurt. Lewandowski mit dem roten Helm versucht da die Scheibe zu bekommen und rauszuspielen. Jimmy Hertel, der Jungvater, hat ihn sicher festgehalten. Der Schuss kam von Steve Slayton, der Nummer 22. Noch 35 Sekunden Überzahlspiel, also eine Chance hat Bad Nauheim auf jeden Fall noch ins Drittel reinzugehen, ins Angriffsdrittel und aufzubauen, sich aufzubauen, das Spiel aufzubauen und eine Schusschance zu suchen, aber so natürlich nicht. Mannschaften sind wieder komplett. Carter Prof fährt sofort rüber, weil es nicht seine Angriffsreihe ist, die da auf dem Eis ist. Für ihn kommt Rope Ranta. 5 gegen 5 wieder. Alles fair, alles sauber. Kein Bandencheck, nix. Steven Delisle, 1,97 groß, wie gesagt. Rope Ranta. Adam Mitchell mit dem Schuss. Gut abgeprallt. Offensiv abgeprallt von Felix Blick, die Bad Nauheimer 3 gegen 2. Abseits gepfiffen vom Linesman. Und jetzt haben wir einen Powerbreak, meine Damen und Herren, und versuchen mal an der Bad Nauheimer Bank Co-Trainer Hagi Lange zuzuhören. Marc, Interview. Okay, okay, it's a good shot, but a little low. Wrestler is enough. Yeah.
Ja, bei mir ist Marc El-Sayed, der Kapitän. Powerplay eben nicht genutzt. Was lief da nicht ganz richtig? Ja, wir haben scheinbar eigentlich gut bewegt. Das Eis nicht ganz so gut. Wir haben es im Prinzip gut gemacht. Jetzt fehlt nur noch das Tor, aber es hat uns ein bisschen Momentum verschafft. Wir haben eben ein bisschen bei Co-Trainer Harry Lange reingehört. Was kriegt ihr eigentlich so mit an Ansagen von den Trainern? Ja, wir kriegen schon gezielte Ansagen mit, die sie uns immer wieder mitgeben an der Bank. Natürlich kann es im Spiel nicht so viel sein, aber sie versuchen uns auch zu helfen, wo sie können. Wenn ich euch jetzt hier während dem Spiel Fragen stelle, wie findet ihr das? Ach, es geht. Es gibt natürlich Besseres im Leben, aber es passt schon. Aber waren ganz intelligente Fragen, oder? Absolut. Danke dir. Ja, sehr schön. Wir dürfen aufs Eis, am Eis, dürfen dranbleiben im Powerbreak. Wir haben Harry Lange nur ganz kurz gehört, er hat gesagt, Marc Interview. Das war das Einzige, was ich gehört habe. Herrliche Volksfeststimmung hier auf dem Biberer Berg. Und wir geben noch mal ganz schnell zu Patrick Stricker in die Menge rein, in die Partygemeinde. Ja, in die Partygemeinde und vor allen Dingen, Dirk, ich habe die auffälligsten und die vermutlich am wärmsten gekleideten Löwenfans hier im Stadion gefunden. Schauen Sie mal hier. Warmhaltefolie. Und ich kann Ihnen sagen, es funktioniert. Carina aus Langen ist bei mir. Das ist richtig schön warm, ne? Ja, auf jeden Fall. Besser als ohne. Ich meine, es ist ja ein Winterderby, also muss man sich auch entsprechend ausstatten, ne? Auf jeden Fall, ja. Sonst würde man nur frieren. Und Irmi aus Erxhaus ist auch noch bei mir. Es kann doch kein Zufall sein, dass dieses Ding die gleiche Farbe hat wie das Winterderby-Trikot der Löwen Frankfurt. Was ist da los? Nein, es hat nicht zufällig die gleiche Farbe, sondern es kommt aus einem alten Verbandskasten, wo wir heute Morgen auf die Idee kamen, es mitzunehmen. Fantastische Idee. Lieber Dirk, ich weiß, du bist ja wahrscheinlich im T-Shirt da drüben. Ich bleibe jetzt hier, weil das funktioniert. Ja, T-Shirt ist der richtige Ansatz. Ich habe die Jacke ausgezogen, habe einen Pullover und die Ärmel hochgeschoben, damit mir nicht ganz so warm wird hier. Denn ich finde das wirklich klasse von den Emotionen hier, die wir bis jetzt erlebt haben. Es steht 1:1, es ist mega spannend auf dem Eis und sehr launig um das Eis herum. Gute Stimmung hier, positive Stimmung in einem wichtigen Spiel. Der Tabellendritte aus Bad Nauheim gegen den 8. gegen die Löwen Frankfurt, die ein bisschen hinter ihren Verhältnissen zurück sind in dieser Saison. Da muss man erwähnen, das dritte hessische Team übrigens, die Kassel Huskies, führen die Tabelle an in der DEL2. Also Hessen ist wirklich stark in der zweiten Liga vertreten. Schöner Gruß von hier nach Kassel an die Huskies und die Fans der Huskies. Vielleicht gibt es ja noch im Winterderby demnächst im Stadion, im Fußballstadion da von Hessen Kassel. Die Chance. 3-2. Das trainierst du auch bis zum Erbrechen, aber leider schon abgebrochen. Im Training 3-2 Situation immer wieder gern geübt und versucht. Befreiung für Bad Nauheim, kein unerlaubter Waldschuss, der Torhüter geht ran, Jimmy Hertel trifft den Schiedsrichter fast. Gefährliche Situation. Schlagschuss abgefälscht. Das ist übrigens Steven DeLille, der große Mann, 1,97 Meter, 106 Kilo schwer. Und Sie können uns weiterschreiben. WhatsApp ist das Thema. 0162 24 05 264. Die Nummer zum Glück oder zur Message. Maximilian Max Faber. Und Bad Nauheim in der Vorwärtsbewegung. Faber versucht da zu bereinigen. Der Verteidiger Eduard Lewandowski
Nochmal geht's nach vorne. Lewandowski mit dem Handgelenkschuss. Felix Pick sagt Danke. Super sicher mit dem Fanghandschuh. Es gibt noch ein Wintergame in der DL2 im Januar in Dresden. Die Dresdner Eislöwen gegen die Lausitzer Füchse. Aber das hier, das hessische Winterderby, hat bis jetzt alles erfüllt, was man erwartet hat. Die Stimmung hören Sie, da muss ich nicht drüber reden. Das Spiel ist spannend, es steht 1:1, 6 Minuten, 39 noch im zweiten Drittel. Und Adam Mitchell mit dem nächsten Versuch. Und im Nachschuss. Getümmel jetzt, das ist ja Wahnsinn, da vor dem Tor. Brenzlige Situation. Eisfehler. Deswegen ist Maximilian Eisenmenger ausgerutscht. Der zweite Max im Team. Maximilian Eisenmenger mit der Chance. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat der Torhüter den Puck gegen den Helm bekommen, Alex Pick. Felix Pick. Ja, Scheibe gegen den Helm bekommen, dann wird kurz unterbrochen und geschaut, ob Felix Pick alles klar hat auf dem Schirm. Bei Bad Nauheim, ein Verteidiger raus, einer wieder rauf. Rauf ist Steven Delil. Der Mann, der jetzt an der Scheibe ist, tolle Stimmung. Jetzt habe ich schon 5 bis 8 Mal gesagt, dass die Stimmung hier großartig ist. Ich möchte an der Stelle aber auch sagen, dass ich mit einem 1:1 nicht ganz zufrieden bin. So ein Tor könnte ich noch gebrauchen. Gerne noch in diesem Drittel. Und als neutraler Beobachter ist mir auch egal, auf welcher Seite das fällt. Hauptsache es fällt. Lewandowski, Rope Ranta. Wenn die halbe Wetterau hier ist, dann hat die halbe Wetterau gerade im Stehen das Spiel sie angeschaut. La la la, la la la. Nauheim. Jawohl. Da sind sie. Fröhliche Wetterau, so sieht sie aus. Und Steve McCauley mit der Chance gebremst. Der Gegenangriff. Schönes Hin und Her jetzt hier auf dem Eis. Beste Laune auf den Rängen. Maximilian Eisenmenger. Das Spiel unterbrochen. Wir schalten zu Nicole Rautenberger in den Kuchenbereich. Ja, aber Kuchen will ich gar keiner essen, weil es ja so spannend ist. Bernd Kröll ist hier, ein Fan, ein Eingefleischter aus Bad Nauheim. Schon immer quasi, hat er mir gerade gesagt, von klein auf. Erblich vorbelastet, weil die Eltern auch schon Fan waren, oder wie kam es? Nein, meine Eltern waren kein Fan, aber ich habe als Jugendlicher schon angefangen, mich für den Eishockeysport in Bad Nauheim zu interessieren und hab früher Stadionzeitung verkauft, um mir den Eintritt sozusagen zu gönnen. Ach, wie süß, als Junge. Ja, als Junge. Und wenn wir montags in die Schule gekommen sind, dann waren wir so heiser, dass die Lehrer uns gar nicht drangenommen haben. Also das war schon immer eine tolle Sache. Okay, das war ja dann auch günstig. Wie finden Sie denn als Fan, und Sie sind ja extra auch hierher gereist, so ein Winterderby?
Ich finde so ein Winterderby ganz toll. Ich hatte schon mal die Gelegenheit, in den USA eins zu erleben. Und es ist natürlich wunderbar, sowas mit dem Heimatverein einfach dann hier zu sehen. In Offenbach. Vielen lieben Dank, Bernd. Sie können jetzt weitergucken. Dirk. Ja, der Bernd. Ich glaube, als der kleine Junge war und Zeitung verkauft hat, dann habe ich da im Colonel Knight Stadion gespielt gegen Leute wie Thomas Baczikowski. Wir haben uns gegenseitig nichts geschenkt. Eine tolle Zeit. Tradition, Legende, das ist Bad Nauheim. Löwen Frankfurt ist das Team, das will nach oben hinaus. Sie wollen in die DL aufsteigen und in der ersten Liga spielen. Das ist das erklärte Ziel der Frankfurter. Hier soll ja eine neue Multifunktionshalle am Flughafenbahnhof entstehen. Bis zum Jahr 2023. Es muss nur noch genehmigt werden. Aber wenn das durch ist, oh, guck mal, jetzt gibt es verschiedene Argumente, die verbal nicht mehr zu klären sind. Aber nichts Schlimmes. Bisschen tätscheln, alles klar. Junge, herzlich willkommen im Derby. Mike Mischkowski war das, oder ist das hier die 48, das Geburtstagskind? Happy Birthday, Mike. Aus Kaufbeuren hierher gekommen vor 2 Tagen. Zweimal trainiert mit der Mannschaft und schon spielt er mit. Denn wenn du Profi bist, dann kannst du, sprichst du und verstehst du die Sprache des Eishockeys. Wenn du gut bist, passt du sofort in die neue Mannschaft rein. Mike Mischkowski mit seinem Bruder Darren Mischkowski jetzt hier bei den Löwenvereins. 2 Brüder in dem Team. Dazu noch die Eisenmenger-Brüder, auch bei den Löwen. Familienfest in Gold. Die Fan-Battle geht weiter. Hier neben mir die Haupttribüne steht auf. Dann schweigt sie. Dann ist drüben die Waldemar-Klein-Tribüne auf der Gegengerade dran. Und es wechselt hin und her. 2 Minuten 37 noch. Jetzt sind die bei, jawohl, Nauheim. Jetzt ist bei mir wieder die Hölle los. Die Scheibe, so wird sie genannt, hat den Eisring verlassen. Pause für Felix Bick. Luft holen. Weitschuss und das, was ich jetzt sage, haben Sie schon mal gehört. Die Rot-Schwarzen dürfen wechseln. Die Goldenen, die den Icing, den unerlaubten Weitschuss verursacht haben, müssen bleiben. Ein gut so, jetzt habe ich gehört von Hagi Lange da an der Bande. Dem Co-Trainer mit der Mütze. Jesper Kokila, der Finne an der blauen Linie mit dem Schussversuch. Eine Strafe ist angezeigt. Schauen Sie da oben, der Schiedsrichter mit dem roten Ärmel hat die Strafe angezeigt. Hoher Stock. 2 Minuten Strafzeit gegen Bad Nauheim. Das ist ärgerlich, 1 Minute 16 vor dem Ende des Drittels. Jack Combs ist es, die Nummer 97, genannt Jumbo Jack. Aus St. Louis ist er hierher gekommen. Sein Manager ist Bill Lockett, eine Kultfigur im Mannheimer, im Nauheimer Eishockey.
Jack Combs, 31 Jahre alt, sitzt jetzt für 2 Minuten auf der Strafbank. Überzahlspiel der Löwen zum Ende des Drittels, bis zum Ende des Drittels. Wenn kein Tor fällt, denn wenn die Löwen ein Tor schießen, dann ist die Mannschaft auf Bad Nauheimer Seite wieder komplett. 5 Löwen gegen 4 Rote Teufel. An der blauen Linie Puck verteilen. Eine Verteidiger nur oder ein Spieler nur an der blauen Linie in der sogenannten Umbrella-Formation. Normal stehen da 2 Verteidiger an der blauen Linie. Aber sehen Sie, links da oben ist es nur einer. Der kriegt jetzt die Scheibe und verteilt sie vors Tor sogar, als Torschuss getarnt. Und das ist das Risiko, wenn da nur einer steht, ist es relativ leicht darüber zu spielen. David Suvanto war das. Wieder kurzzeitige Befreiung der Roten Teufel. Adam Mitchell geht rein ins Drittel. Ach, das war nicht gut von Max Faber gemacht. Den durchlassen sollen. Die machen das gut, die Bad Nauheimer. In diesem Falle in Unterzahl. Verteidigen das ganz clever. Und in 2 Sekunden ist das Drittel vorbei. Jetzt ist es vorbei. Und wir freuen uns, dass es hier fair zugeht in diesem Spiel. Wenig Strafzeiten. Und wir freuen uns genauso auf das, was jetzt kommt, nämlich großer Sport. Violetta Afanasieva kommt aufs Eis. Die ist ausgebildet beim Zirkus on Eis in Moskau. Die sehen wir gleich hier in der Pause. Aber wir sehen natürlich erstmal das, was auch im ersten Drittel, nach dem ersten Drittel der Fall war. Die Mannschaften verlassen das Eis. Sie müssen ihre Schlittschuhschoner anziehen. Und wir gehen mal mit den Spielern. Und schau mal, wie es da aussieht. Hier sind die Roten Teufel von Bad Nauheim, die sich erst die Schoner anziehen und dann langsam in die Kabine gehen. 20 Minuten Pause gibt es. Aber hier geht es atemlos weiter. Und wir gucken mal vielleicht ein bisschen das Schlüsselloch. Gehen hier mit Jumbo Jack Combs mit. Der Mann, der eben noch auf der Strafbank saß. Gucken hier wirklich rein in das Heiligtum. Das müssen Sie sich mal vorstellen, in der Fußball-Bundesliga und in der zweiten Liga. Rein in die Kabine. Da werden die Handschuhe draufgesteckt, die nicht gut riechen. Das kann ich nur bestätigen. Ich hatte gestern so ein paar an von dem Finnen Kokila. Danach haben meine Hände 3 Stunden gerochen, trotz Seife und allem Einsatz. Ja, hier mit Vollbart Marc El-Sayed, kurz zu sehen, der Kapitän. So, nochmal der Blick in die Kabine. Dani Bindels, diese Woche hergekommen. Gehört zur Kölner Fraktion. Kölner Fraktion heißt, das sind Förderlizenzspieler. Die spielen eigentlich in diesem Falle Dani Bindels für die Kölner Haie. Ja, aber werden dann auch freigestellt. Jetzt schauen wir mal hier in die Kabine. Der eine Spieler macht so, der andere so. Einer zieht sich komplett aus, also obenrum, sage ich jetzt mal. Sehen Sie da hinten im grauen T-Shirt. Setzt die Mütze auf. Und Jumbo Jack Combs lässt einfach mal die Sachen oben an. Jetzt haben sie so 7-8 Minuten Ruhe da drin. Die Trainer analysieren jetzt gerade. Der macht sogar die Schlittschuhe auf, also der entspannt sich total. Und rechts Steve Slayton, der Mann, der ganz kahl rasiert ist, zieht auch den Schulterschutz aus. Ja, also das ist ein großartiger Blick hier. So sehen wir, wie die unterschiedlich in der Pause damit umgehen. Und nach 8 Minuten kommt der Trainer rein. Nach 8 Minuten kommt Christoph Kreuzer und erzählt, was ihm im Drittel gefallen hat. Oder, noch viel wichtiger, 3-4 Korrekturmaßnahmen. So, aber jetzt Bühne frei für Violetta Afanasieva. Speed it, baby. It's late at night while the dogs are sleeping. She's leaving the cape and the wheels are turning. Dancing on ice, but the temperature's rising. She steps in the club and the walls are burning. There's a cool cat in town, never settled down. She loves chasing the dogs around. There's a new kid around, and she knows she is bound to be the leader of the whole rat pack. And she won't wait for the return of the pack. There's a cool cat in town, never going down. One day she's even heading for the crown. A cool cat in town.
When they catch away, the mice are playing. They're messing around till they all start swaying. Down in the club where the jar is jumping. The birds and the bees and the hip chicks are swinging. There's a cool cat in town, never settled down. She loves chasing the dogs around. There's a new kid around, and she knows she is bound to be the leader of the whole rat pack, and she won't wait for the return of the man. There's a cool cat in town, never going down. One day she's even heading for the crown. Show the big dogs what to do. Slip loo da ba dee a ba doo ba. Broo ya po ba dee ba. Sa ba ba doo ba ba dee o ba mo. Slip loo da sa sa ba doo ba. Ba ba dee da ba. Slip loo ba dee ba ba dee da ba doo ba. Play cat. There's a cool cat in town. Aus einer Eiskünstlerfamilie aus Moskau. Mit 5 Jahren stand sie schon auf dem Eis. Ging als Profi zum Moskau Circus on Ice. Und zeigt hier einen atemberaubenden Hula-Hoop-Tanz mit gefühlten 22 Hula-Hoop-Reifen. Sieht immer so lässig aus, wenn die es mit Zweien macht. Schrittwechsel mit den Ringen spielen und dann wurden es immer mehr. Mit ihrem Ehemann Pete Deck zusammen war sie sogar Profi-Weltmeisterin. Hula-Hoop-Profi-Weltmeisterin. Sie lebt in Toronto und ist da auch ein Fernsehstar, weil sie im Fernsehformat Battle of the Blades bei einer Show mitspielt. Seit Jahren fester Bestandteil im kanadischen Fernsehen. Sie lebt in Toronto, ist aber eigentlich Russin. Und bei dieser Battle of Blades laufen Eishockeyspieler mit Eiskunstläuferinnen gemeinsam als Paare. Beim Privatfernsehen hier in Deutschland gibt es sowas Ähnliches. Heißt Dancing on Ice. Da heißt es Battle of the Blades, weil die unterschiedlichen Schlittschuhe, ja, Eiskunstlauf-Schlittschuhe und Eishockey-Schlittschuhe sind ja groß unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Ach, was für ein Bild. Violetta Afanasieva. Jo, Olli Meier, du bist dran mit Kollegen Kühnhackl und Hula Hoop hoffentlich. Der Kollege Dirk Frohberg ein wenig verliebt. Und bei uns immer noch Deutschlands Eishockeyspieler des Jahrhunderts, Erich Kühnhackl. Wenn du die Bilder da mit dem Hula Hoop siehst, du hast gesagt, früher habt ihr auch ab und zu was probiert. Sowas auch mal? Aber da gab es schon Ausnahmespiele, die das konnten, aber wir nicht. Der Kollege Frohberg hat es ja auch gerade angesprochen. Es gibt ja auch ein Event, wo Eishockeyspieler mit Eiskunstläufern zusammen als Paare laufen. Wäre das mal vorstellbar für dich? Also ich könnte es mir vorstellen, oder besser gesagt, ich hätte es mir vorstellen können, aber jetzt nicht mehr. Dann müsste dich die Frau aber wahrscheinlich führen, oder? Also sie müsste normalerweise so wie meine Frau sein, klein, damit ich sie hochwerfen könnte, richtig. Okay, aber du würdest dir zutrauen, die auch aufzufangen? Auf alle Fälle, ja, hundertprozentig. Okay, alles klar. Und dann noch einen kleinen Rittberger hinlegen, einen kleinen Sprung, ne? So wie du meinst, ja. Okay, und wir schauen natürlich nochmal rum. Wie gesagt, unsere Reporter sind ja hier überall unterwegs. Und ich bin mal gespannt, wen Patrick Stricker am Mikrofon hat. Ja, ich habe einen Bad Nauheim-Fan am Mikrofon. Sebastian aus Bad Nauheim ist bei mir. 1:1 ist der Spielstand. Das interessiert natürlich auch die Bad Nauheimer-Fans. Wie ist das Spiel aus Fansicht bislang? Ja, das Spiel ist einfach schön. Die Stimmung, das Spiel ist gut, knapp und eng, so wie man sich das vorgestellt hat. Frankfurt war gerade ein bisschen stärker. Ich gehe aber davon aus, dass wir im dritten Drittel die Nauheimer Stärke wieder zurückgewinnen und das Ding noch machen. Also innerhalb von 60 Minuten? Auf jeden Fall, 3:1.
1:1. Also keine Verlängerung, kein Penaltyschießen. Klare Ansage aus Bad Nauheimer Fansicht und damit weiter bei Sebastian Ried. Ja, und der EC Bad Nauheim hat tatsächlich einen Zahnarzt hier mitgebracht, den Murat. Murat, sag mal, wie viele der Spieler haben tatsächlich, da fehlt irgendwas, einer hat keinen Zahn, bei vielen, vielen ist das so? Das darf ich eigentlich nicht sagen, aber du kannst davon ausgehen, dass eigentlich bei fast jedem irgendwas ist. Was ist dann, Zahn fehlt? Naja, dann muss ich tätig werden, ja, dann, ich will nicht sagen, dass das eine lukrative Sache ist, aber man kommt zurecht. Wie ist das eigentlich? Bei was passiert das? Es ist ja nicht so die Schlägerei, oder? Wo dann ein Zahn rausfällt, ja, sondern? Es kann ständig was passieren. Es kann sein, dass der Puck einem ins Gesicht springt. Es kann sein, dass der Schläger im Gesicht, dass man davon erwischt wird. Es kann eigentlich immer was passieren. Ja. So, und wenn jetzt heute Abend ein Zahn wackelt, was machst du dann? Zeig uns das mal. Ich bin eigentlich im Moment ganz gut ausgerüstet. Wir haben hier eigentlich alles dabei, was man braucht. Ganze Besteck, Notfallbesteck, was nötig ist, um hier einen sofort zu versorgen. Eigentlich alles da und hoffen wir mal, dass das alles so gut geht und dass es nicht gebraucht wird heute Abend. Hast du schon mal einen Zahn gezogen? Naja, klar. Öfter. Das kommt schon vor, ja. Also, du hast so viel Besteck dabei, ich glaube, du könntest heute auch bei mir eine Wurzelbehandlung durchführen, ne? naja, ich denke schon. Ich hoffe zumindest, dass es alles gut gehen wird. Ich lasse lieber mal den Mund zu, deswegen weiter zu Olli. Ja, Erich, jetzt wollen wir natürlich von dir wissen, hast du noch alle Zähne? Ich habe alle Zähne, aber die sind alle falsch. Alle falsch? Wie viel hast du verloren beim Eishockey? Also die obere Reihe ganz und habe ich noch den einen oder anderen. Hattet ihr damals auch einen eigenen Zahnarzt dabei? Wir hatten auch einen eigenen Zahnarzt, aber wir mussten dann zum Zahnarzt gehen. Also unser Zahnarzt kam nicht in die Kabine oder sonst was, sondern wenn jemand was hatte und es einmal vorgefallen und so weiter, dann waren wir beim Zahnarzt vor Ort. Wie ist das während des Spiels? Ist da so viel Adrenalin drin, dass es egal ist, wenn da einer dir einen Zahn ausschlägt? Oder merkt man das schon und muss man dann aufhören danach? Nein, das merkt man nicht. Man nimmt das wahr, genau wie eine Verletzung oder ein Schuss mit der Scheibe oder ein Check oder ein Ellenbogencheck gegen das Gesicht. Man nimmt es wahr, aber man hat so lange gespielt, dass man das wegsteckt und weiß, dass die Mannschaft dich braucht. Und in der Drittelpause oder nach dem Spiel ist genügend Zeit. Ist das so, dieses Klischee, Eishockeyspieler, die härtesten Hunde, stimmt das? Ja, es sind keine Weicheier, es sind schon harte Jungs. Man muss sich ja vorstellen, die sind ja alles hundertprozentig trainiert und haben natürlich ein hohes Niveau. Von daher ist das Zweikampfverhalten unglaublich wichtig und da wird schon sehr hart zur Sache gegangen. Gut, kommen wir mal zum Sportlichen. Ihr findet ja auch ein Eishockeyspiel statt. 1:1 steht es momentan gerade. Und du hast mich gebeten, mir vorhin ein paar Szenen rauszusuchen, haben die Kollegen gemacht. Sag ein paar Worte dazu. Ja, man sieht, dass halt Eishockey Zweikampfsport ist. Jeder Zweikampf wird zu Ende gespielt. Jeder sucht seinen Mann und wird immer versucht, hier in der eigenen Zone Mann gegen Mann zu spielen und dann die eigene Zone halt wirklich sauber zu halten. Und wenn da du einmal einen übersiehst, dass 2 gegen 1 sind oder 3 gegen 2, dann ist es unglaublich schwierig. Immer, jeder Check wird zu Ende gefahren und dann muss auch die Unterstützung von deinem Mitspieler da sein, wie hier, dass man die Situation immer klären kann. Man hat so ein bisschen den Eindruck, beide Teams scheuen das absolute Risiko, oder wie siehst du es? Ja, man, es steht 1:1 und wenn du ein Tor bekommst, ist es immer sehr, sehr schwierig. Deswegen, in der zweiten Drittel hat man schon gemerkt, dass beide Mannschaften ein bisschen vorsichtiger waren und haben die Defensive also überhaupt nicht vernachlässigt und versuchen wahrscheinlich jetzt im letzten Drittel, vielleicht macht der Gegner einen Fehler, vielleicht macht der Gegner eine dumme Strafzeit und hat man das Spiel 2:1 gewonnen. Wobei 1:1 ist ja verhältnismäßig wenig Tore fürs Eishockey, ne? Würdest du dir da ein bisschen mehr Offensivpower wünschen? Ja, ich meine, so ein Spiel ist nicht alle Tage. Und die Mannschaften gehen raus, wollen natürlich das Spiel gewinnen. Von daher, und das Tore-Schießen ist in der heutigen Zeit nicht mehr so einfach, wie es früher war. Weil die Spieler sind alle unglaublich durchtrainiert. Sie sind hundertprozentig fit, von den Trainern super eingestellt. Und von daher ist das Mannschaftliche unglaublich im Vordergrund. Und je weniger Tore du bekommst, je weniger musst du schießen, dass du gewinnst. Das klingt logisch. Wir hoffen natürlich auf eine Menge Action jetzt im dritten Drittel. Und eine Menge Action gibt es auch von der Punkrock-Band. Die Donuts hören wir noch mal rein. Singen Sie bitte mit für jeden Verein.
So, das waren die Donuts und die Spieler sind schon wieder bereit. Gleich geht's hier los, das dritte Drittel. Und da hat Sebastian Ried unten am Eis noch einen Gesprächspartner und das ist Manuel Strudel. Ja, bei mir ist Manuel Strudel. Wir haben euch vorhin mit der Kamera in die Kabine reinbegleitet. Was ist da jetzt passiert? Ja, wir haben besprochen, was wir nicht so gut gemacht haben und wie wir das letzte Drittel jetzt angehen. Und verrat mal ein bisschen was. Naja, es ist mit Sicherheit heute kein Offensivspektakel da draußen. Auch vielleicht dem Eis ein bisschen geschadet. Ja, wir müssen es einfach halten, die Scheiben aus unserem Drittel rausbringen, zu denen rein, aus Tor und sehr hungrig auf die Rebounds gehen. Und ich glaube, das Team, das es jetzt besser macht, das wird das Spiel gewinnen. Danke. Er hat es gerade gesagt, Erich, das Eis sei ein bisschen schuld. Wie weit kann hier das Eis ein bisschen schuld sein, dass es nicht das Offensivspektakel ist? Ich hatte einen Trainer und der mochte das gar nicht gern, wenn man irgendwelche Ausreden gesucht hat. Und das kann ich nur jedem Spieler auf den Weg geben. Such keine Ausreden, sondern versuche es besser zu machen. Also eine Ausrede, dass das Eis schuld ist. Ne? Einfach mal ein bisschen mehr Gas geben dann im dritten Drittel. Nein, weil es ist ja so, es müssen ja alle aufs Eis. Egal ob du oder ich, beide müssen aufs Eis und beide müssen immer schauen, dass wir 100% bringen können. Wenn ich mir die Chance gebe, dass ich 100% bringe, dann habe ich auch eine Chance, vielleicht schneller ein Tor zu schießen. Und wir sehen jetzt die Spieler, die gehen hier schon raus aufs dritte Drittel gleich. Ich habe gehört, die Schuhe und vor allen Dingen die Schläger, die sind heilig für Eishockey-Profis, oder? Die darf auch niemand anderes anfassen, oder? Nein, also das ist, wie du sagst, was Heiliges. Weil als Spieler hat ja jeder seine eigene Maßschlittschuhe und vor allen Dingen seinen Schläger. Und das ist ja sein Handwerkszeug. Und, aber du kannst es mal versuchen. Wir können hier nachher mal runtergehen und mal einen Schläger in die Hand nehmen, was du damit erlebst. Und man hat ja auch diese Schoner an, abseits des Spielfeldes. Ich glaube, echte Profis laufen keinen Schritt ohne diese Schoner, oder? Die sind auch heilig, die Kufen. Ja, ich meine, wenn man in normalen Hallen spielt, braucht man ja keine Schoner, weil da kann man ja von der Kabine aufs Eis gehen. Aber wie hier hat man einen langen Weg und da braucht man die unbedingt, weil der Schliff als solches ist ja unglaublich wichtig. Und wenn du einen guten Materialwart hast, der es wirklich kann aus dem FF, das ist Gold wert. Dann hast du recht, einen Vorteil, ja. Danke und wir gehen nochmal runter zu Sebastian Ried, der hat noch einen Gesprächspartner. Ja, bei mir ist Mike Michowski, Neuzugang, erst vor 2 Tagen hierher gekommen nach Frankfurt. Was hast du denn überhaupt mitnehmen können, so schnell? Ach, nicht viel, auf jeden Fall haben mich die Jungs gut aufgenommen, ein paar Trainingseinheiten auf jeden Fall, ja, mehr nicht. Und dann gleich so ein Spiel? Ja, es ist auf jeden Fall sehr schwierig, aber trotzdem Hammer. Die Jungs sind schon auf dem Eis, du musst auch wieder drauf, also los geht's. Auf geht's. So,
Volksfeststimmung auf dem Weg ins dritte Drittel. Meine Damen und Herren zu Hause angeschnallt, denn jetzt kommt die sogenannte Crunch-Time. Es steht 1:1. Wer den ersten fatalen Fehler macht, gerät in den Rückstand. Wir haben gerade gehört, das Eis wurde beklagt. Ich bin da ganz bei Erich Kühnhackel. Alle haben das gleiche Eis. Aber es ist ein bisschen weicher als sonst, was die Spieler sonst gewöhnt sind. Das stört sie ein bisschen, aber es müsste alle gleich stören, da alle am liebsten auf dem schönen, harten Eis spielen. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass die Spieler, viele von den Spielern, keine eigenen Zähne mehr haben. Dominik Meisinger zum Beispiel, die 93 auf Seiten der Löwen, hat mal einen Puck gefangen mit dem Mund, drei Zähne auf einmal raus. Das ist üblich, ab und zu geht auch mal ein Schläger ins Gesicht, verletzt die Lippe offensichtlich. Und dann fallen noch die Zähne aus, etwas später, weil sie absterben. So, auf geht's ins dritte Drittel, das letzte Drittel in dem Winterderby im Eventgame. Die Mannschaften haben jetzt nicht die Seiten gewechselt, sie spielen jetzt gleich weiter, so wie sie im letzten Drittel gespielt haben. Also die goldenen Frankfurter von links nach rechts und die Nauheimer, was bleibt da noch übrig? Ach ja, von rechts nach links. Aber nach 10 Minuten wird die Seite nochmal gewechselt, da wir in einem offenen Stadion spielen und es ja hier Wind von links oder rechts geben könnte oder Regen von schräg links oder schräg rechts. Und dann würde das einen Vorteil für eine andere Mannschaft, für die eine Mannschaft bedeuten, mit Rückenwind zu spielen. Also wird bei einer offenen Veranstaltung, einem offenen Eishockeyspiel nach 10 Minuten, exakt 10 Minuten oder der Unterbrechung, die danach kommt, dann nochmal die Seite gewechselt. Delil an der blauen Linie, noch Überzahlspiel für die Frankfurter, noch 20 Sekunden und da ist das Tor! Da ist es! Die Vorlage gegeben, ganz am Anfang des ersten Drittels und ganz am Anfang des dritten Drittels. Ein Powerplay-Tor, das, was die Löwen auch gar nicht gut können, in den letzten Spielen nicht gut konnten. Hier fällt es, Strafzeit fast abgelaufen, 18 Sekunden waren noch auf der Uhr. Roperanta mit einem unfassbaren Trick. Haben Sie das gesehen? Wahnsinn. Also diese Zeitlupe müsste man sich nochmal angucken und nochmal ankauen. Gucken, er nimmt den Puck auf den Schläger und legt ihn oben ins Dreieck rein. Das habe ich ewig nicht gesehen. Wahnsinn. Das ist der Hammer. Schauen Sie nochmal hin. Da kann man 80 mal hingucken. In jeden Highlight-Film gehört das Tor rein. Scheibe hochgenommen auf den Schläger und drin. Einfach ins Tor reingetan. Das ist ein unglaubliches Ding. Also da bleibt mir echt die Spucke weg. Das ist selten der Fall. Auf den Schläger gelegt und dann oben ins Dreieck rein. Also das ist der Hammer. Also das Ding ist ja, da braucht man länger, um das zu verdauen. Dass das unten auf dem Eis passiert, nennt man Bauerntrick. Wenn man hinterm Tor steht und dem Torhüter vom Gegner zeigt, ich gehe rechts hinterm Tor rum und fährt dann einfach links und packt den so unten rein, schiebt den unten in die Ecke rein ganz schnell. Oh, da gibt es eine Auseinandersetzung. An der Bande wird ein bisschen ausgetauscht. Marius Erk ist dabei, der Frankfurter Bub. Ja, aber alles. Oh, da haben wir noch mal ein bisschen was. Derby Time. Und ich gebe ab zu Sebastian Ried, der ist in der Gegend. Ja, ich stehe hier direkt 10 cm dahinter hinter dem Glas. Jetzt haben die Schiedsrichter erstmal die Situation bereinigt. Das ist auf jeden Fall Köhler, der damit aktiv war. Und Cutter Prof, die lagen hier direkt auf dem Boden, haben sich doch. Ja, ein bisschen eine gegeben und ich glaube, die müssen jetzt auch erstmal sich ein bisschen abkühlen auf die Strafbank. Ja, da steht der Sebastian Ried direkt da, wo es rappelt. Und es sind in der Tat Köhler und Carter Proft. Mick Köhler, der Vollständigkeit halber. Wir sehen sie unten am Bildrand. Links verschwinden sie jetzt aus dem Bild. Carter Proft von hinten im Klammergriff. Den Handschuh im Gesicht, das magst du als Spieler gar nicht. Das weiß ich ganz genau. Ich habe auch mal ein bisschen gespielt. Handschuh im Gesicht ist ganz ärgerlich und mies. Das willst du nicht. Und zwar nicht, weil der riecht, sondern weil es einfach unangenehm ist.
den Handschuh im Gesicht zu haben. So, jetzt ist ein bisschen mehr Platz auf der amerikanischen Eisfläche, also auf der Fläche, die in den USA, in Nordamerika gespielt wird, die etwas schmaler ist, 4 Meter schmaler als das europäische Format. 4 gegen 4 heißt es jetzt. Jetzt sind in der Regel dann die sehr, sehr guten Schlittschuhläufer auf dem Feld, auf der Eisfläche in dem Falle. Das Feld ist ja darunter, der Rasen, der danach auch neu verlegt werden muss. Das kostet alles ein bisschen was, aber bei 17.000 Zuschauern dürfte es sich ungefähr rechnen, die Kosten, die Bad Nauheim in die Hand genommen hat, das Risiko genommen hat, das heute hier belohnt wird mit einem herrlichen Winterderby 2019, in dem ja, die Gastmannschaft aus Frankfurt gegen die Gastgeber aus Bad Nauheim 2:1 führt. Viel Platz jetzt auf dem Eis. Moin Dirk, ist es möglich, dass ein Team gleichzeitig so viele Strafminuten sammelt, dass nur noch 2 Spieler auf dem Feld sind? Liebe Grüße von Sylt nach Hessen. Florian schreibt, nein. Es sind immer mindestens 3 Feldspieler auf dem Feld. Wenn darüber hinaus Spieler runtergehen, wird es auf der Strafbank ein bisschen eng. Das gibt es schon mal, zum Beispiel nach einer Massenschlägerei, wenn da mehrere runter müssen. Aber auf dem Feld bleiben immer 3 gegen 3. Das ist die Mindestzahl. Und so würde auch gespielt, sollte Bad Nauheim hier noch der Ausgleich gelingen, gäbe es eine Verlängerung. Und in der Verlängerung wird auch 3 gegen 3 gespielt. Also mit der minimalsten Zahl, die auf dem Eis vorhanden sein muss. Und hier sehen wir das nochmal, das ist unglaublich. Jetzt nimmt er den Schläger, jetzt nimmt er ihn auf die Schaufel und haut das Ding da oben rein. Hinter dem Torhüter rein, also das ist Tor des Jahres, jetzt schon. Ist ja auch nicht mehr so lang das Jahr. Also ich weiß nicht, ob Erik Kühnackel sowas schon mal gesehen hat, ich habe es noch nicht gesehen. Ich meine, Wladimir Petrov hat mal sowas gemacht von der russischen Mannschaft in der Zeit, in der auch Kühnackel spielte. Und zwar beim Wurmberg Cup in Braunlage, meine ich, habe ich mal so ein Tor gesehen. Aber über den Spieler rüber, den Puck rübergeworfen und dann rein. Und hier das Ding, das habe ich nicht gesehen. Wir reden jetzt gerade von den 80er Jahren. Und die Gesänge sind wieder da. La, 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 Nauheim. Die Anfeuerung so wichtig jetzt für die Roten Teufel. 16 Minuten und 48 sind noch zu spielen. Geschichte, kein Problem. Jetzt sind die beiden Spieler gleichzeitig wieder von der Strafbank runter. 5 gegen 5 heißt es jetzt wieder. So, wir geben mal ganz kurz zu Erik Kühnackel. Erich, wie hast du es gesehen, das Tor? Sowas schon mal erlebt? Also so in der Art und Weise noch nicht. Ich habe schon ein paar Mal gesehen, dass man das versucht hat. Aber dass einer in einem solchen Spiel so frech ist und hinterm Tor die Scheibe hochnimmt und dann noch ein Tor schießt, das ist schon sehr frech. Ja, aber sowas haben früher die Russen gemacht, bei ZSKA Moskau, ne? Das war das Ding. Die waren so gut drauf und so stark technisch, ja, unterwegs. Richtig, da musst du schon technisch sehr, sehr versiert sein und vor allen Dingen auch den Mumm haben. Vor allen Dingen bei dem heutigen Spiel, das ja nicht jede Woche ist, sowas zu machen und dann noch ein Tor schießt. Auf alle Fälle wird er wahrscheinlich in die Geschichte eingehen. Wunderbar, dann gehen wir direkt von Erich weiter zu Sebastian Ried. Wo bist du? Ja, ich bin auf der Löwenbank und hier schüttelt man auch erstaunt die Köpfe über das Tor von Roberanta. Jan Bartha, probiert er das öfter im Training?
So, das probiert man ab und zu mal aus Spaß im Training, aber den Mut zu haben, hier vor der Kulisse das abzuziehen, das ist schon krass. Danke dir, weiter mit Dirk. Ja, ist ja alles entspannt. Die Stimmung ist immer noch so, wie sie war, auch wenn die Nauheimer jetzt 1-2 hinten liegen oder gerade vielleicht deswegen. Es gibt eine Strafzeit. Der Torschütze zum 1-0, Martin Buchwieser, sitzt auf der Strafbank wegen Stockschlags. 1:56 sind seine Jungs jetzt in Unterzahl, aber machen das ganz gut, fangen offensiv an. Aber jetzt 3-1 oder 1-3, sehr offen die Löwen, aber gut aufgepasst. Noch nicht vorbei das Ding. 2-2, ja oder nein? Welche Entscheidung treffen die Schiedsrichter? Die Arme sind ausgebreitet vom Hauptschiedsrichter, die sehe ich von hier. Tor verschoben vorher. Jetzt ist die Frage, war es absichtlich verschoben? The goal was set. It's still on. It's still a good goal. Okay, also, Sie sagen, das sei ein Tor gewesen. Die Schiedsrichter müssen erstmal eine Entscheidung treffen. Die sagen, Tor oder kein Tor. Jetzt hat der Schiedsrichter, Herr Aumüller, glaube ich, in dem Falle und Herr Vogel, die beiden mit den roten Ärmeln, entschieden, kein Tor. Da ist das Tor verschoben. Da ist normalerweise das Spiel vorbei und dann ist der Puck drin. Also aus meiner Sicht eine richtige Entscheidung, auch wenn Kyle Gibbons, der Torschütze, das nicht haben will. Hier sehen wir mal, jetzt kommt der Torhüter dagegen. Absichtlich oder unabsichtlich kann ich nicht ahnen. Und dann geht die Scheibe ins Tor. Aber da ist das Tor schon aus der Verankerung raus. Also aus meiner Sicht regelgerecht. Und ich meine, soll ich die Schiedsrichter überstimmen? Das macht eh keinen Sinn. Aber die Nauheimer werden das ganz anders sehen. Auch wenn es für mich ziemlich eindeutig aussah. Tor aus der Verankerung. Weitergelaufen, reingeschossen, abgefälscht auch noch von dem Frankfurter. Ich glaube, das war irregulär. Und ob der Torhüter Jimmy Hertel da ein kleiner Schlawiner war und das Tor absichtlich rausgetreten hat, wie gesagt, in seinen Kopf können wir nicht reingucken. Das wäre eine miese Unterstellung von mir. Die lasse ich mal weg an der Stelle. Jetzt sind die Bad Nauheimer mal wieder in der Aufstellung. 23 Sekunden sind es noch. Sie können jetzt noch eine Chance suchen und möglicherweise auch finden in Überzahl. Radmann mit dem Schlagschuss. Jimmy Hertel hält die Scheibe fest. Steven DeLille, der Mann, der auch beim Boxtraining war, argumentiert da noch ein bisschen. Also 15.146 Zuschauer. Die offizielle Zahl, herrliche Kulisse. Im Winterderby in Offenbach. Noch 4 Sekunden Strafzeit. So, beide wieder ausgeglichen, 5-5 auf dem Eis. 13 Minuten 20 noch zu spielen. Der Tabellenachte der DL2 führt gegen den Dritten ganz knapp 1-2.
Das Schöne an dieser schnellsten Mannschaftssportart der Welt ist ja, dass es keine Hektik gibt, auch wenn man ganz schnell übers Eis flitzt. Denn ein einziges Tor verändert hier eine ganze Menge taktisch auf dem Eis und auch im Verhalten der beiden Mannschaften. Aber auch bei einem 3-1 ist der viel zitierte und abgedroschene Drops ewig nicht gelutscht. Aber hier die Chance zum Ausgleich. Marcel Kahle war das. Ja, schon der erste Blick von Jimmy Hertel auf die Uhr da oben, auf die große Stadionuhr. Aber sicher nur als Orientierung, denn Jimmy Hertel weiß auch, bis zur letzten Sekunde geht hier alles. Hier die Wiederholung. Andrej Vires, die 81, der Deutschslowake, Topscorer bei den Roten Teufeln mit dem 17. Saisontor. Sein Mannschaftskollege hat ihn beschrieben. Strobel war es, der Spieler Strobel sagte über ihn, er gehört momentan, er ist unsere Lebensversicherung. Andrej Vires, es ist kein Glück, wenn man Erfolg hat. Erfolg ist einfach kein Glück. 17 Tore sprechen für ihn. Für Andrej Vires. Der Ausgleich 2:2. 12 Minuten noch. Im Winter Derby Event Game Tollhaus Biberaberg. Uah, die nächste Chance. Maximilian Eisenmenger war das. Da ist er wieder an der Scheibe. Reines Drittel hinterhergehen. Gut gespielt. Trickreich da. Schussversuch, Abpraller bereinigt nach dem Schuss von Roperanta. Adam Mitchell, Roperanta, der Torschütze mit dem sensationellsten Tor der Saison, ganz sicher. Jetzt sind noch mal ein paar Prozent mehr Druck und Leidenschaft bei Bad Nauheim zu spüren. Mit dem Aufwind des 2:2 im Rücken. Scheibe raus, alle Spieler müssen wieder die Angriffsdrittel verlassen, erst dann geht es wieder rein. So, 10 Minuten sind um im letzten Drittel, Seitenwechsel und wir gehen nochmal an die Bande und hören mal Harry Lange zu. Gute Arbeit, ey. Schnell wieder. Hey Manu, du aufpassen da. Da setzt du zweit auf einen, auf einmal gibt's einen Pass. Da jetzt.
Kleister, du bist erst ein überragendes Tor geschossen hat. Und ich frage ihn einfach mal, wie er das eigentlich gemacht hat. Robe, how did you score that amazing goal? They pushed me down behind the net and nobody came to me. So that has come from somewhere and decided to try it and it went in, so it was awesome. Also er hat gesagt, da war einfach keiner, sie haben ihn hinter das Tornetz geschoben, da war keiner, hat das einfach mal gemacht. Wenn das so einfach ist, good luck. Thank you. Thank you. Ja, also die Bank drüben von Bad Nauheim haben wir gehört. Erstmal danke an Rope Ranta, der dieses Tor seiner Karriere möglicherweise geschossen hat. Das frechste auf jeden Fall. Harry Lange hat gesagt, ihr müsst aufpassen, defensiv dürfen wir uns nicht überlaufen lassen. Und vorher hörten wir rechts Christoph Kreuzer über das Mikrofon von Harry Lange, der sagte, bei 2-1 aufpassen. Also 2 gegen 1. Da muss man aufpassen, wenn 2 Angreifer vielleicht durchkommen gegen nur einen Verteidiger. Gefährliche Situation also vermeiden. Defensiv aufpassen, war das Thema. Das ist zum Beispiel jetzt so eine Situation, aber es ist 2 gegen 2. Klasse, jetzt sehr dynamisch. Maximilian Faber, der Verteidiger, versucht von hinten aufzubauen. Durchs Mitteldrittel geht es über Maximilian Eisenmenger rein ins Angriffsdrittel der Frankfurter, Verteidigungsdrittel der Nauheimer. Jetzt ist richtig Dampf drin. Abpraller, Schussversuch. Steven McCauley war das, die 81. Und jetzt die Nauheimer wieder dran. 9 Minuten und ein bisschen noch zu spielen. 2:2 der Ausgleich. Bei Unentschieden gibt es Verlängerung. 5 Minuten effektive Spielzeitverlängerung. Nach einer kurzen Pause steht es dann immer noch unentschieden. Bei dem Spiel 3 Spieler gegen 3 Spieler auf der anderen Seite. Dann gibt es Penaltyschießen. Also spannender kann es gar nicht sein. Man hört die Spieler bis hier oben. Go, go, go. Sie feuern sich gegenseitig an. Und jetzt die Chance. Allein. Gehalten von Felix Big, souverän gemacht. Riesenchance für Marius Erck, den Frankfurter Bub in Offenbach. Da sehen wir es nochmal. Viel Zeit, Handgelenkschuss. Aber Felix Big hat den sauber gefischt auf der Fanghandseite. Links hat er seine Fanghand, damit fängt er den Puck. Und rechts ist die sogenannte Stockhand. Da wird der Puck dann abgewehrt. Also mit dem Tor, das gefällt mir gar nicht. Das wird immer wieder natürlich verrückt aus Versehen. Und da muss man aber schauen, dass es wieder sauber drin steht. Dafür haben die beiden Linienrichter, die Linesmen, das sind die ohne den roten Ärmeln. Eigentlich 3 Schiedsrichter auf dem Eis. Viele Grüße aus Hochstadt. Wenn wir genau nachzählen, haben wir 4 Schiedsrichter auf dem Eis. Früher, zur Zeit von Erich Kühnackel und meiner Wenigkeit, gab es 2 auf dem Eis. Dann kam ein dritter hinzu, weil das Spiel schneller wurde. Da war ein Hauptschiedsrichter da mit roten Ärmeln und 2 sogenannte Linienrichter Linesman. Und weil das Spiel noch schneller geworden ist und noch dynamischer, kam dann noch ein zweiter mit den roten Ärmeln dazu. Also 2 Hauptschiedsrichter und 2 Linienrichter, 2 Linesman. Die Hauptschiedsrichter entscheiden. Die treffen die wichtigen Entscheidungen, Tor, Nicht-Tor, Strafe, keine Strafe zum Beispiel. Und die Linesmen sind da, um den Ablauf zu kontrollieren. Und die sind auch die, die bei der Schlägerei dann reingehen. Wenn da 6, 7, 8 sich prügeln, dann gehen die Linesmen da rein und versuchen, die auseinanderzubringen. Das ist kein schöner Job, aber muss auch gemacht werden. Und die mit den roten Ärmeln, die notieren dann fröhlich die Rückennummern für die Strafbankzeiten. So, das mal eben dazu. Roter Helm, Ewald Lewandowski, der erfolgreichste Scorer bei den Frankfurtern. Und hier Maximilian Faber, die 63. Einen Fehler hat er beim Gegentor gemacht, beim 1:1. War ein bisschen unkonzentriert, sodass die Nauheimer ausgleichen konnten. Sein Gegenspieler in dem Falle, Andreas Pauli. Hier sehen wir Adam Mitchell, den Kapitän. Alle sind jetzt gespannt, wer schießt das nächste Tor. 7 Minuten 59 wäre das schon ein heftiger Stich ins Eishockeyherz, wenn du da ein Gegentor kassierst. Jetzt bloß keinen Fehler machen. Das ist das Thema hier, das ganz große Thema auf dem Eis. Felix Big hat bis jetzt, ja, weiß ich nicht, ich würde sagen, keinen gemacht. Das Tor von Rope Ranta, ey, das kam von irgendwoher. No way, so ein Tor zu kassieren oder zu erzielen.
Meter. Sie sehen da hinten den Mann mit dem roten Ärmel, bleiben unten. Also weder Stefan Vogel noch Roland Aumüller, das sind die beiden Hauptschiedsrichter, waren der Meinung, dass da ein Foul passiert ist. Die gefühlt 11.000 Nauheimer waren da anderer Meinung. Wieder das Tor verrückt, aber auch kein Foul. Zweikampf. Dann ist Suvanto gestolpert. So, hier schauen wir nochmal hin. Naja, also Suvanto geht da schon in die Beine rein. Von Bad Nauheimer. Das hätte auch anders aussehen können. Sieben Minuten und fünf Sekunden noch zu spielen. Eishockey DEL zweite Liga, Derby Time, Winterderby in Offenbach im offenen Eisstadion. 2:2 der Spielstand im letzten Spieldrittel. Und Steven DeLille, der Franco-Kanadier aus der Region Quebec, mit einem schlechten Pass. Hui, das sorgt für Gefahr. Und die Schusschance. Der Konter. Steven McCauley, auch kein Foul. Weiter geht's, jetzt geht's hier richtig ab. Es wird hitziger, die Temperatur steigt ein wenig. Beide Teams wechseln. Lewandowski, Buchwieser. Wieder Lewandowski, da muss er in die Ecke gehen. Das machst du nicht gerne als Stürmer. Da kracht's. Lewandowski. Handspiel. Oh, jetzt. El Sayed. Und da nochmal kommt Mike Carter zu. Gegen Rope Ranta. Das muss keine Strafzeit geben. Aber die beiden Hauptschiedsrichter beraten. Was für ein Spiel. Rope Ranta da mit Mike Carter. Dann nochmal mit Mike Carter aneinander. Nee, Marc El Sayed ist das, sorry. Der ist im Kopf größer. Aber alles, nichts, was einer Strafzeit rechtfertigt. Es ist ein harter Sport. Viel Körperkontakt auf höchstem Niveau. Wie gesagt, Steven DeLille beispielsweise wiegt 106 Kilo. Wenn der vor Ihnen steht und Sie laufen dagegen, dann prallen Sie ab. Wie ein Flummi von der Wand. Die Bande nach dem Schuss von Kyle Gibbons. 4 Minuten 44. Schnapszahl. Auch das Ergebnis 2:2. Bei allerfeinster guter Laune hier in der Arena. Herrliche Bilder. Das ist das, was wir versuchen ins Wohnzimmer rüberzubringen, schon den ganzen Abend. Derby-Stimmung, Winter-Derby-Stimmung, Event-Game. Die beiden Mannschaften nehmen das super ernst. Hier ist das dritte Derby. Die ersten beiden in der Saison hat Bad Nauheim gewonnen.
7:6 nach Verlängerung in Bad Nauheim und sogar 5:2 in Frankfurt. Das tat den Frankfurtern weh. Und die würden so gerne heute jedes dritte Aufeinandertreffen für sich entscheiden. Im Moment steht es 2:2. Beide haben die gleiche Chance noch, hier als Sieger vom Eis zu gehen. Es wird einen Sieger geben in der Partie. Verlängerung oder Penaltyschießen bei Unentschieden. Bei dem Feuerwerk der guten Laune hier. Jimmy Hertel mit der Fanghand. Auch er hat die linke Hand als Fanghand. Christoph Kreuzer hier, der Trainer mit der Brille. Er sagt, ich habe nur ein Ziel. Ich will jedes Spiel gewinnen und ich hasse es zu verlieren. Der Mann ist 5-mal deutscher Meister geworden mit der DEG, mit der Düsseldorfer EG. Hat unter solchen Leuten wie Otto Schneidberger und Hans Zach als Spieler trainiert und ist jetzt der eigene Christoph Kreuzer Trainer, der in der DEL trainiert hat schon, die DEG nämlich, die Düsseldorfer. Und jetzt seine Liebe für Bad Nauheim entdeckt hat und sich hier wohlfühlt. Er liebt die Ehrlichkeit in dem Verein, der da hart arbeitet. Das hat er uns im Vorgespräch gesagt. Sind die beiden Brüder auf dem Feld, zwei Brüder auf dem Feld, Darren Mischkowski bei den Löwen und Mike Mischkowski, das Geburtstagskind, die 18 und die 48. Ist auch nicht so häufig in der Liga. Und die Frankfurter haben gleich zwei Brüderpaare, dazu noch das Eisenmenger Magnus und Maximilian Brüderpaar. So, was gibt jetzt hier den Ausschlag? 2 Minuten 32 vor dem Ende kann man sich die Frage stellen. Den einen Fehler, die Chance, die man hat, nutzen. Dann hast du auf jeden Fall einen sehr schönen Vorteil, um das über die Bühne zu bringen. Aber es verändert das Spiel dann nochmal taktisch. Jetzt laufen die letzten 2 Minuten und eine Chance für die Löwen in Führung zu gehen. Sie bleiben in Scheibenbesitz. Suvanto. McCauley. Das sah fast nach einem Foul aus. Der Arm bleibt unten. Adam Mitchell liegt da auf dem Eis. Gegenzug der Roten Teufel und ein Bauerntrickversuch. Das war das Ding, was ich eben gerade gesagt habe. Flach auf dem Eis. Jetzt bloß keine Strafzeit. Jetzt müssen die Gemüter unten bleiben und nicht hochkochen. Denn jetzt eine Strafzeit. 1 Minute 29 vor dem Ende. Das wäre super bitter und doppelt gefährlich. Da Adam Mitchell. Da fällt er um. Daniel Stiefenhofer von den Nauheimern hat da einen Körperkontakt gehabt mit Mitchell, aber nicht 2 Minuten würdig. Buchwieser beim Bulli bei den Goldenen gewinnt den Bulli. Aber wie gewonnen, so zerronnen. Die Nauheimer bleiben im Angriffsdrittel. Noch 80 Sekunden. 2:2 der Spielstand. Jetzt 3:2. Ganz wichtig, dass der dritte Nauheimer zurückkommt. Jesper Kukila, der Verteidiger, war das und hat das dann zunichte gemacht. Den Vorteil der Löwen zahlenmäßig. Eduard Lewandowski, Abpraller. Scheibe gefangen, das darf man. Man darf die Hand einsetzen. Und jetzt. Oh. Drangphase der Löwen. Jetzt Nauheim. Noch 53 Sekunden bis zur Verlängerung. 2:2 steht es hier. Spannender geht es natürlich überhaupt nicht. Unentschieden. Und die Zeit läuft runter. 47 Sekunden noch. Thank you.
geht er weg. Aber Köhler ist da. Foul, kein Foul, kein Foul. 26 Sekunden noch. Boah. Beinahe Herzstillstand bei den Nauheimer Fans. So, noch 10 Sekunden, dann ist das Drittel vorbei. Es riecht extrem nach Verlängerung. Abseits, 5 Sekunden vor dem Ende. Das ist der Trainer der Löwen, Matti Tillikainen mit 3i. Ah, Puck noch abgefälscht. Glück für Bad Nauheim in der Szene. 4 Sekunden noch. Auch das kann spannend sein. Bulli gewinnt für die Goldenen. Im goldenen Trikot für die Löwen Frankfurt. Schlagschuss von der blauen Linie. Hat es alles schon gegeben. 4 Sekunden sind noch genügend Zeit für ein Siegtor. Dazu müsste jetzt Steve McCauley den Bulli gewinnen, der Mann in Gold. Wichtiger Bulli jetzt. Bulli gewonnen. Schusschance? Ja, nein, weiß nicht. Adam Mitchell. Oh. Und vorbei. Puh. So, da haben wir jetzt 2:2 nach 3 Spieldritteln, nach 60 Minuten. Es gibt einen Powerbreak von 90 Sekunden. Und dann geht es weiter mit 5 Minuten Verlängerung und eventuell sogar noch Penalty schießen. Es wird einen Sieger geben. Wir gehen schnell zu Olli und, ja, Erich natürlich, Kühnhackl. Genau, Erich, 2:2 nach der regulären Spielzeit. Eher Glück für Bad Nauheim, oder? Nein, würde ich nicht sagen. Also beide Mannschaften haben Optimales rausgeholt und man hat dann schon gemerkt, nach dem 2-1 und 2-2, dass beide Mannschaften mehr auf die Defensive geachtet haben und keine Fehler machen wollten. War ein Drittel, in dem unglaublich viel drin war. Und wir schauen nochmal auf das Highlight dieses Drittels. Wahrscheinlich ein Tor dieser Saison auf jeden Fall. Erich, erklär doch mal für jeden Eishockey-Neuling, was ist so schwer an diesem Tor? Ja, man muss erstens den Mumm haben, das zu machen. Er hat gesehen, wie er in das Tor fährt. Dass eigentlich ihn weder einer verfolgt hat, noch einer 1 gegen 1 gespielt hat. Und dass zwar 3 Gegenspieler vom Tor waren, aber sich um ihn eigentlich keiner gekümmert hat. Und dass er natürlich dann so eine freche Schnauze hat und sowas macht, das ist ja unglaublich. Ja. Wir gehen mal runter ans Spielfeld. Sebastian Ried hat Daniel Ketter. Ja genau, Daniel Ketter. Jetzt geht es weiter in der Verlängerung. 3 gegen 3. Auf was kommt es da besonders an? Aufs Tore schießen. Ja, im Endeffekt muss man ein bisschen Risiko gehen, wenn man unbedingt gewinnen will. Ich denke mal, keine Ahnung, dass hier erstmal nicht abgetastet wird. Das haben schon 60 Minuten rum. Ich denke, dass beide Teams auf Offensive setzen werden und ein bisschen Risiko gehen werden, dass das Ding reingeht und die Entscheidung fällt. Alles klar, Dankeschön. Wir machen weiter bei Patrick Schricker. Ja, und hier im Fanblock der Löwen Frankfurt wird gezittert und gebibbert. Das liegt aber nicht an den Temperaturen beim Winter Derby. Florian aus Karben, woran liegt es denn dann? Es liegt an der Spannung einfach. Es geht hin und her und es ist die Brisanz des Spiels. Es elektrisiert halt. Wie sehr würdest du dich jetzt freuen, noch diesen zusätzlichen Punkt mitzunehmen? Bad Nauheim war ja zwischendurch durchaus auch besser. War besser. Nauheim ist auch besser platziert momentan. Würde uns sehr freuen. Aber Overtime ist auch alles möglich. Penalty schießen kann auch noch kommen. Also spannende Overtime jetzt erstmal damit weiter bei Dirk. 5 Minuten werden gespielt, effektive Spielzeit. Und es sind nur noch 3 Feldspieler auf beiden Seiten auf dem Eis. Also hier sind jetzt wirklich die technisch besten Spieler auf dem Eis bei beiden Mannschaften. Und jetzt ist es die erste große Chance für Bad Nauheim. 2 gegen 1. Abspielen oder selber schießen. Puh, Glück in dem Falle für die Löwen. 3 gegen 3. Boah, die nächste Schusschance für Jared Combs, einer von 2, die nachverpflichtet wurden, um das Verletzungspech ein wenig auszugleichen, um mehr Qualität im Sturm, in der Offensivkraft aufs Eis zu bringen. Schlagschuss angedeutet, David Zuvanto, einer von 3 Spielern bei den Löwen, der einzige Verteidiger auf dem Feld, dazu noch Rope Ranta und der Mann mit dem roten Helm bei den Löwen, Eduard Lewandowski.
37 Jahre alt, viel in Russland gespielt, in der DEL gespielt. Jetzt geht Rope Ranta bei den Frankfurtern runter und bei Nauheim wechselt auch ein Spieler. Also ein Frischer ist wieder da. Das ist in dem Falle Max Eisenmenger. Das nächste Tor entscheidet. Also ein Tor, dann ist das Spiel vorbei. Das für die, die hier zum ersten Mal dabei sind. Eduard Lewandowski aus dem Drittel rausgedrängt. Der wird jetzt sicherlich gleich wechseln. Marius Erk auf dem Eis, Max Eisenmenger, Maximilian Eisenmenger. Jetzt ist natürlich jeder Fehler, den man macht, ein Kapitaler. Martin Buchwieser gegen Mick Köhler da an der Ecke. Noch 2 Minuten 48. Dann gibt es Penaltyschießen, wenn es dabei bleibt. Raus aus dem Drittel, Anlauf nehmen. Und wechseln natürlich. Frische Leute aufs Eis. Keine Unterbrechung jetzt. Sogar das Spiel mit dem Torhüter auf das Tor. Über den Torhüter. Steven DeLille jetzt der Verteidiger. Und Carter Proft und Martin Buchwieser die Angreifer bei den Löwen. Der Verteidiger ganz vorne. Jack Combs und Jared Gomes, die Angreifer bei Bad Nauheim. Immer wieder wird ohne Torhüter gespielt, als vierten Mann sozusagen, um aufzubauen. So, jetzt geht's ab. Die beiden Nordamerikaner. Jared Gomes versucht's allein. Stehen ja nicht so viele im Weg bei 3 gegen 3. Jack Combs. Gomes und Combs leben in einer WG, die kennen sie also. Sind hier angekommen vor nicht allzu langer Zeit und direkt zusammengezogen. Der Pass nach vorne, 2 gegen 1. Max Faber kann es machen. Puh. Maximilian Faber mit der Chance. 83 Sekunden vor dem Ende der Overtime, der Verlängerung, in der das nächste Tor das Spiel entscheidet. Im Winterderby, im Eventgame in Offenbach. So, Lewandowski auf dem Eis, Suvanto und Rope Ranta bei den Goldenen. Daniel Ketter an der Scheibe, genannt der Papa, der Mann, der sich um alles kümmert. Bei den Bad Nauheimern, der Verteidiger. Jetzt geht's nach vorne ab. André Bires, der beste Torjäger in dieser Saison mit 17 Treffern schon auf dem Zettel. Heute auch schon einmal erfolgreich gewesen. Es läuft die letzte Minute in der Verlängerung. Dann geht's aufs Penaltyschießen. Spannender kann es nicht sein. Um 23 Uhr in Offenbach. Pires mit dem Rückhandschussversuch. Die Zeit läuft runter. Mick Köhler auf dem Eis. Für Nauheim. Rope Ranta immer noch da. David Suvanto, der Schwede da. Finne und Schwede. Martin Buchwieser hier im Puck wieder auf dem Eis. Sie spielen immer mit den gleichen Jungs. Marius Erk, der Frankfurter Bub. Wie gern hätte er jetzt hier das Tor geschossen. 20 Sekunden sind es noch. Dann gibt es das Penaltyschießen. Nach einer kurzen Unterbrechung. Also wer jetzt ausschaltet, der wäre komplett. Aber das lasse ich, verspare ich mir. Bleiben Sie dran. Noch 9 Sekunden, dann gibt es... Ja, erstmal gibt es noch einen Bulli. 6 Sekunden vor dem Ende. 6 Sekunden noch. Aus Frankfurter Sicht darf jetzt, da das Bulli im eigenen Drittel ist, nichts mehr passieren. Also Bulli-Gewinn ist jetzt auf beiden Seiten super wichtig. Für Nauheim vielleicht noch eine Schusschance in den 6 Sekunden. Und für die Löwen, ja, aus der Defensivbedrängung heraus, Bedrängnis heraus, vielleicht dann die Chance, sich zu befreien und ins Penaltyschießen zu kommen. So, Adam Mitchell, der Kapitän, geht nochmal los, aber weit wird er nicht kommen. Die Zeit ist um. Die Verlängerung ist vorbei. Wir kommen zum Penaltyschießen. Also heute ist hier alles geboten. 4 Tore regulär. Och, guck mal, da ist noch ein bisschen Zoff da. Nach dem Schlusspfiff. Denn jetzt wird nicht mehr gespielt. Carter Prof, der Mann mit dem Boxtraining, geht vom Eis und wir geben zu Nicole Rottenberger. Petra Semmler-Schmidt ist hier bei mir.
Superfanin aus Bad Nauheim. Und ich habe sie jetzt in den letzten Minuten gesehen und sie haben immer so da gestanden. Was macht das Nervenkostüm? Das ist ja so spannend. Kurz vorm Herzinfarkt. Ich bete und hoffe, dass der ET Bad Nauheim noch gewinnt im Overtime. Powerplay. Wir haben vorhin schon ein bisschen geplaudert und Sie haben gesagt, vor 12 Jahren haben Sie Ihren Mann Jörg kennengelernt und Sie waren Eishockey-Fan und er nicht. Wie haben Sie es geschafft, dass er zu einem wurde? Wie gesagt, ich war schon immer Eishockey-Fan und er nicht. Ich bin im Sommer Reiterin, dressurmäßig, da sind wir zusammen unterwegs und im Winter eben ja zusammen beim Eishockey. Und Sie beide erleben jetzt gleich das spannende Penalty-Schießen. Mit Sebastian geht es jetzt aber erstmal weiter. Vielen Dank. Ja, ich habe Dominik Meisinger bei mir und er hat eben dem Torhüter, dem Jimmy, noch was auf den Weg mitgegeben. Was denn? Ja, ich kenne ein paar Jungs von drüben noch und weiß vielleicht, was die machen könnten jetzt beim Penaltyschießen, aber ist natürlich auch nicht sicher, aber ich habe ihm einfach ein paar Sachen gesagt, die ich weiß und vielleicht hilft es was. Alles klar, Dankeschön. Ja, und wir fragen natürlich jetzt mal den Experten Erich Künackel, auf was kommt es denn an beim Penaltyschießen jetzt? Als erstes muss natürlich läuferisch gut sein, technisch sehr versiert, aber vor allen Dingen musst du sehr gute Nerven haben und einfach den Mumm haben, das zu machen, was du dir vornimmst. Geht los, Achtung. Das Tor von Jack Combs, die Nummer 97 von Bad Nauheim. Der erste Penalty ist drin von 3, die jede Mannschaft hat. Souverän gemacht mit der Rückhand. Keine Chance für Jimmy Hertel. Jetzt auf der anderen Seite Eduard Lewandowski mit der Nummer 22. Gehalten von Felix Beck, dem Ex-Löwen. So, die Nummer 40 als nächster. Jared Gomes. An die Bande, verschossen. Das war der zweite Penalty für Bad Nauheim. Einer war drin, bei Frankfurt noch keiner. Auf Frankfurter Seite jetzt die Nummer 63, Maximilian Faber. Gehalten von Felix Bick. Zweimal verschossen auf Seiten der Löwen, ein Treffer bei Bad Nauheim. Ein Penalty auf jeder Seite gibt es noch. Wenn der jetzt drin ist, dann hat Bad Nauheim das dritte Derby in dieser Saison gewonnen. Die Nummer 10 ist es, Andreas Pauli. Die Pauli-Rufe gehen hier durch die Arena. Er kann langsam anlaufen, so wie er es macht. Und dann... Jimmy Hertel hält. Er hält die Löwen im Spiel. So, und dann der Mann, wenn ich das richtig sehe, die Nummer 71, Rope Ranta, der Mann mit dem Zaubertor. Rope Ranta läuft an, er läuft an. Und macht wieder ein fantastisches Tor. Das ist der Ausgleich. Es geht weiter und jetzt geht es Schlag um Schlag. Jeweils der nächste Schütze kann entscheiden. Das heißt... Wer schießt als nächster? Die Löwen dürfen als erster. Adam Mitchell, der Kapitän. Ui, fast gestolpert. Aus dem Rhythmus gekommen, Adam Mitchell verschießt. So, jetzt zählt es. Wenn der Nauheimer trifft, dann hat Nauheim das Spiel gewonnen. Es ist wieder Jack Combs, er hat schon einen verwandelt. Jimmy Hertel hält. Jimmy Hertel hat die Scheibe unter sich begraben. Jack Combs das zweite Mal angetreten, das dürft. Er kann auch jetzt jeden machen hier, das ist erlaubt, das ist regelgerecht. Ein verwandelt, ein verschossen. Und bei den Löwen Frankfurt kommt Rope Ranta, die Nummer 71. Rope Ranta läuft an. Ein Penalty verwandelt, ein Traumtorspiel und jetzt die Entscheidung! Rope Ranta mit dem entscheidenden Tor!
Jetzt muss nur noch der Neumann verschießen. Also möglicherweise entscheidendes Tor natürlich. Jetzt muss der Neumann noch verschießen. André Pires. Feiert die Frankfurter Fankolonne da links im Gästefanblock. Sie waren sehr still das ganze Spiel über. Kaum zu hören bei der Übermacht der Nauheimer. Rope Ranta! Ich würde eine Menge darauf wetten, ist damit auch sicherlich der Spieler des Spiels auf Frankfurter Seite mit seinen Treffern. Aus dem Spiel heraus dieser unfassbare Trick in den Winkel und dann zwei Penalty verwandelt. Jetzt höre ich zum ersten Mal die Frankfurter Fans, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Hey, hey, Derby-Sieger, Derby-Sieger. Ja, so ist das im Eishockey. Am Ende gibt es einen Sieger und einen Verlierer. Heute waren beide gleich gut. Reguläre Spielzeit 2:2, Verlängerung 2:2 und dann Sieg im Penaltyschießen mit dem letzten Treffer von Rope Ranta. So, jetzt werden noch die Spieler des Spiels gewählt. Und ich gebe mal runter aufs Eis in das Getümmel zum Derby-Sieger Sebastian Ried. Die Kamera läuft und endet beim Matchwinner bei Jimmy Hertel, dem Torhüter. Beschreib doch mal, was da los war beim letzten Penalty. Ich weiß nicht. Ich glaube, er wollte mir durch die Beine legen. Ich habe noch irgendwas dazwischen bekommen. Der Puck war nicht über der Linie und wir haben gewonnen. Und, ich glaube, das war ein unglaublicher Erlebnis für uns alle. Derby-Sieg, wie fühlt sich das jetzt an? Ja, es war ganz wichtig für uns in der jetzigen Situation, wo wir gerade sind. Wir hatten es nicht leicht die letzten Wochen. Ich glaube, das kann uns nochmal einen Push geben. Und es war ein einmaliges Erlebnis und ja, unglaublich stolz auf die Jungs. Und es war ein schöner Abend. Dankeschön. Weiter mit Dirk. Ja, ich kann mich da nur anschließen. Es war in der Tat ein schöner Abend. Ein Winterderby der DEL2 in Offenbach gespielt am Biberer Berg. Und es gibt das, was es immer gibt beim Eishockey. Egal, was auf dem Eis los war. Und das war heute in einer fairen Partie. Gar nichts Schlimmes dabei. Shake hands unter den Spielern. Viele haben auch hüben und drüben gespielt. Schon mal in Bad Nauheim oder in Frankfurt oder bei irgendeinem anderen Verein in der DEL. Das ist das Schöne hier wirklich beim Eishockey. Sofort nach der letzten Sekunde ist es alles vergessen, was auf dem Eis war. Wie gesagt, heute war es fair. Und ich gebe ab zu Olli und Erich. Ein ganz besonderer Abend, Erich, hieß es eben. Was nimmst du von dem Abend mit hier? Es war alles, was ein Eishockeyspiel bietet. Unglaubliche Kulisse, tolles Stadion, zwei Mannschaften, die gewinnen wollten. Und mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Inwieweit sollte es solche Spiele auch öfter geben? Vielleicht das Eishockey ist ja auch gute Werbung für den Sport. Ne? Ich finde schon, ja. Also je öfter man das macht, je mehr bewirkt es auch dann in der Öffentlichkeit. Vielleicht ein kurzes sportliches Fazit auch. Frankfurt am Ende der verdiente Sieger oder beide Teams gleich gut, wie hat es gesehen? Also ich glaube, da würde man einer Mannschaft Unrecht tun. Sie haben beides sehr gut gespielt. Sie waren sich dessen bewusst, dass es ein Open-Eis-Spiel ist und so weiter. Und ich meine, im Penaltyschießen ist immer das Quäntchen Glück von einem Spieler dabei. Und diesmal war es halt auf der Seite. Du hast mir gerade erzählt, so ein Penalty reinzuschießen ist gar nicht so einfach, ne? Du hast gedacht, mit dem ersten Bad Nauheimer Penalty hätten die fast schon gewonnen eigentlich. Ja, es sieht so leicht aus, aber es ist tausendmal schwieriger wie Elfmeterschießen im Fußball. Okay, und ich höre gerade Sebastian Ried hat noch einen der Gewinner am Mikrofon. Der erste Derby-Sieg in der Saison. Wie gut tut das? Ah, sehr gut und es war der wichtigste hier im Wintergame, den das Spiel zu versauen, das tut uns richtig gut.
Das war aber ein enges Spiel, ne? Auf Messerschneide. Ja, es war, man muss sagen, es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Es hätte in beide Richtungen gehen können. Shootout haben wir das bessere Ende gehabt. Überragender Torwart, überragender Ruperanta heute. Und wir freuen uns das einfach. Jetzt dreh dich doch mal rum. Wie geil ist das denn? Ja, brutal. Also die Stimmung hier, ich könnte morgen nochmal spielen. Ich hätte auch noch drei Drittel heute spielen können. Alles klar, weiter mit Olli. Er sagt gerade, er hätte noch ein Spiel spielen können. Aber ich habe dich vorhin schon mal gefragt, Eishockey und Fußball, wie anstrengend ist das? Du hast gemeint, mehr als 60 Minuten kannst du eigentlich gar kein Eishockey spielen. Also wenn man sich selber mal gespielt hat, Fußball und Eishockey, kann man gar nicht ermessen, ich bin fein. Ihr könnt wie intensiv das ein Eishockeyspiel ist, weil man immer gefordert ist, jede Sekunde. Und im Fußball hat man doch ab und zu mal vielleicht mal eine Sekunde Zeit, aber im Eishockey hast du jede Sekunde musst du volle Leistung bringen, so hast du keine Chance. Aber wie geht das? Ich meine, die Jungs haben in zwei Tagen manchmal teilweise schon wieder ein Spiel, ne? Nur einen Tag Ruhepause. Also ich weiß, dass die Eishockeyspieler sehr viel im Sommer trainieren, dass sie die körperliche Fitness haben, denn das ist eine Grundvoraussetzung, dass man wirklich im Sommer die Sommerzeit nutzt, dass man an seinen Schwächen arbeitet und die Kondition sich holt, denn in der normalen Saison kann man sich die Kondition nicht mehr holen. Vielleicht mal zum Abschluss. Wie gern wärst du hier nochmal auf dem Eis gewesen heute Abend? Bitte nochmal. Wie gern wärst du hier nochmal auf dem Eis gewesen heute Abend? Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ja, also, Erich Kühnacke, vielen lieben Dank für diese ganzen Analysen. Hat riesen Spaß gemacht. Danke Ihnen. Ja, vielen Dank. Und ich hoffe, Ihnen hat es auch Spaß gemacht heute Abend. Ein ganz tolles Eishockeyspiel, ein ganz tolles Event heute Abend. Vielen Dank Ihnen fürs Zusehen. Und wir haben nochmal die schönsten Szenen von heute Abend zusammengefasst. Ihnen noch einen schönen Abend und nochmal viel Spaß hier bei den Highlights. Volle Abschlusszeremonie. Und ich glaube, dafür ist hier.